So, meine Damen und Herren, wir sind zurück und begrüßen euch hier direkt vorm Rennen. Dann haben wir halt zwei Aufzeichnungen am Mikrofon. Lutz Enger, das bin ich. Und er hat mir jetzt gerade noch was geschrieben. Ich war jetzt ich habe nicht über meinen Namen nachgedacht. Nein. Und natürlich Micha Klein. Micha, auch dir nochmal herzlich willkommen hier. Und, ja, danke. Jetzt hoffen wir doch, dass wir jetzt einen flüssigen Stream haben. Der Andreas Schröder schreibt mir aber gerade, es scheint an Dailymotion zu liegen, weil es puffert. Also wenn es puffert, dann ist es tatsächlich, also an meinem Broadcast-Rechner kann es nicht liegen, der ist mit 100 Mbit im Rechenzentrum angebunden, also da ist es eher unwahrscheinlich. Also hoffen wir mal, dass das jetzt vernünftig läuft. Genau. Gut. Warten wir noch kurz auf die Rückmeldung. Also, die ersten Kommentare auf den ersten Blick ist nun alles viel besser. Ja. Dann wollen wir das so stehen lassen und machen einfach weiter im Text, würde ich sagen. Genau. Du warst gerade dabei, ein bisschen was über das neue Team zu erzählen, beziehungsweise hast du ja auch getan. Du hast etwas drüber erzählt. Also, der junge Suche kommt aus Holland und sucht noch einen Mitstreiter für die Rennen, die über die 3 Stunden hinausgehen, nämlich für das 6 Stunden Rennen. Also für die 4 und die 6 Stunden Rennen, genau. Ja, 4 und 6, Entschuldigung. Wer da also Interesse hat, bitte zu rfln, ich hab's gelernt, .de und dort wird ihm geholfen. Völlig korrekt. So. Wer nicht weiß, wie er in einem Forum navigiert, sollte vielleicht auch nicht zwingend Simracing betreiben. Aber ansonsten ist da sicherlich auch eine Messaging-Funktion, sodass man die Verantwortlichen anschreiben kann, wenn man denn die entsprechenden Threads nicht von alleine findet. Gut. Als zweiten Newcomer haben wir noch das Team. Das ist er nicht. Da ist er. Das Team Drace Motorsport, der ist allerdings schon voll besetzt in der Klasse 4, mit unterwegs mit dem BMW 320. Noch etwas langsamerer Fahrt unterwegs, die Jungs hatten jetzt nicht so viel Zeit zu trainieren. Heute nur am Start der Jörn Dette, der Drace Motorsport auch gegründet hat und dort Teamchef ist. Ansonsten fahren da im Team noch mit der Robin Frischkopf und der Pascal Granscher. Und auch neu, das ist nun mal gerade schnell, eigentlich hat man noch ein zweites GT1-Team. Wir kennen ja das GT1-Team aus der Klasse 3 schon, pilotiert eigentlich vom Alexander Keller. Der hat sich aber gesagt, och, was soll der Geiz, melden wir noch ein zweites Team an. Momentan unterwegs auf der 31. Position. GT1.de2, wie gesagt, jetzt in der Klasse 4 unterwegs und auch hier pilotiert vom Alexander Keller, das kann er tun, das ist alles im Rahmen des Reglements. Sein Fahrzeug, sein eigentliches Einstiegsfahrzeug, der Mercedes-Benz, wird momentan durch den Dirk Ossenberg gefahren. Genau. So, wenn wir zwei Safety Cars plus ein Simrace TV Auto haben, haben wir 30 aktive Fahrzeuge jetzt auf der Strecke. 32. Wieso 32, wenn wir insgesamt 33 sind? Ich hab hier 33 in der Liste. Ja. Dann hat Marcel Schöpfer ist meines Erachtens nach schon ausgeschieden. Okay, also der wird mir auch gar nicht angezeigt. Ich nochmal disconnecten, nochmal neu connecten, aber ich denke mal, da ich jetzt hier nichts grau sehe.
Nee, Michael Schödeler ist definitiv nicht mehr am Start. Also wir haben ohne die Pacecars sind wir momentan bei 29 Teams, die am Start sind. Das ist eine relativ ordentliche Quote. Jetzt wenn ist auch nicht tatsächlich die noch einer weg. Eben hatte ich noch 33 Fahrzeuge insgesamt. Also wirklich der zwei Pacecars und dem Simrace TV Autos wären das 30. Jetzt sind es tatsächlich insgesamt nur noch 32. Wobei nur jetzt jammern auf hohem Niveau ist. Ja. Ja. Ja, die Einführungsrunde ist natürlich, die zehrt auch nochmal arg an den Nerven. Das ist nicht allzu häufig, dass man die Einführungsrunde über die komplette Nordschleife fährt in der Simulation. Die meisten machen das über den Grand Prix-Kurs. Also vielleicht hat es ja der ein oder andere mitkommen. Da kann man auch mal einen kleinen Schnack drüber machen. Ich war ja letztes Wochenende, also jetzt nicht das vergangene, sondern das Wochenende davor in Finnland. Habe versucht, ein 24-Stunden Nordschleifen-Event als LAN-Event zu broadcasten. Das hat leider nicht funktioniert, da es dort kein Internet gab. Das war völlig überraschend für die Veranstalter, dass man dazu Internet braucht, zumal ich das in den Wochen zuvor mindestens 5-mal angesprochen habe, ob denn das Internet auch wirklich ausreicht, dass wir dann gar keins haben. Das war... es gab Mobilfunk-Internet tatsächlich und hatte der Mensch da auch irgendwelche Router. Aber ansonsten war das ein grandioses Event. Also ich mache das ja auch in Dänemark mit GTA 2 und Le Mans. Und dort sind ja mittlerweile deutlich über 20 Teams am Start. Da jetzt in Finnland waren es nur 12 Teams, aber es war eine hammerharte Action. Der Rennsieger ist mit 16 Sekunden Vorsprung ins Ziel gekommen vor dem Zweitplatzierten. Also nach 24 Stunden. Und es war wirklich eine Atmosphäre unglaublich. Dazu das Ganze, was man dort so hingestellt hatte, organisiert oder promotet wurde das Ganze von 4Racer.com. Das sind diese 38.000 Euro teuren Simulatoren, voll Force Feedback, also alles komplett. Full Motion und und die hatten dort, wie gesagt, insgesamt 9 solche Simulatoren aufgebaut. Dann waren noch 2 Produkte oder 2 Simulatoren von X-Racer dabei. Das ist auch ein sehr, sehr geiler Simulator, auch voll Force Feedback, also voll Full Motion. Und naja, und der Brüller war, glaube ich, dieser umgebaute Peugeot 106 als Simulator umgebaut, also komplett. Und der hatte im linken vorderen Kotflügel eine Mörderbeule. Da habe ich gefragt, warum er die nicht ausbeult. Und da sagt er, nee, die haben wir jetzt erst reingemacht für dieses Rennen. Damit wir auf der Nordschleife gibt es halt nun mal massig Blechschäden und deswegen wollte man so real wie möglich sein und hat den vorne erstmal eine riesen Beule verpasst im Kotflügel. Das war schon mal sehr, sehr geil. Aber die Technik da innen drin, also ich habe sowas noch nicht gesehen. Die Instrumente, also wirklich Brüller, ihr könnt bei mir auf Facebook mal ein bisschen gucken, da müsste dann auch ein paar Videos und auch ein paar Bilder zu finden sein. Also grandios. Und der Mensch, der die Location gestellt hat, der hat auch mehr oder weniger die ganze Verpflegung dort gesponsert. Wenn man sich vorstellt, dass ein Bier im Supermarkt 4 Euro kostet, und man dann in dieser Location
nicht ein einziges alkoholfreies Getränk gefunden hat. Ich meine, die saufen da wie die Löcher, das geht gar nicht. Also ich dachte immer, die Russen sind Weltmeister. Nee, also es war wirklich 4 Kühlschränke voll mit Bier, mit Long Drink, so Grapefruit, mit Gin und all so ein Zeug. Also es war grandios. Und der Weinbetreuer, der mich dahin auch hat eingeladen, also der Vertriebschef von 4Racer, der ist dann noch abends losgefahren und hat mir noch alkoholfreie Getränke geholt. Also es von irgendeiner Tankstelle. Also es war phänomenal und wir hatten totalen Spaß die ganzen 24 Stunden über. Und ja, nächstes Jahr wird es da eine Wiederholung geben. Und naja. So, jetzt sind wir auch hier fast rum im Kurs. Ja. Wir bewegen uns jetzt auf der Dötinger Höhe. Richtung Antoniusbuche. Wir kommen dann gleich auf die Startzielgerade. Ja, die sind jetzt ganz brav. Die gehen jetzt schon schön ins Double-File. Ja, das ist im Reglement so vorgegeben. Ab wann sie das zu tun haben? Ab jetzt ist auch nur noch eine Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h angesagt. Und dann wird es dann gleich in der ersten Kurve wieder richtig spannend. Das zweite Grid formiert sich, macht es wieder wie im Radio. Das zweite Grid formiert sich ebenfalls schon auf der Dötinger Höhe. So. Und in diesem Moment kommt auch schon das Go. Heute ein bisschen früher als sonst. Diesmal war aber ich nicht der Verbrecher. Und jetzt haben wir den Kevin Maas neben dem Felix Heinen als erster einbiegen. Felix Heinen vom Green Flashes Team gleich mal eine Position gut gemacht, vorbei am Benno Höft. Sogar 2 Positionen, am Lars Gruber ist er auch noch gleich vorbei. Und dahinter sortiert sich dann alles ein. Der Lars Gruber auf Position 4. Max Stötzl hat sich nach vorne gearbeitet auf 5. Joris Schäbrat kämpft noch hier gerade noch zu sehen mit Frank Schmidt und S Motorsport um den 6. Platz. Und Patrick Muller von ganz am Ende des Grids gestartet. Ist ebenfalls schon auf dem Vormarsch, hat schon bis auf einen alle Klasse 2 Fahrzeuge überholt und wir haben den ersten Ausfall, nämlich das Team Solo kurz vor jetzt habe ich die zwischen reingefunden, ne? Ja, was wollte ich jetzt sagen? Der Robert Recki ist schon raus. Team Solo. Konnte ich jetzt nicht mehr erkennen, woran das gelegen hat. Und wir haben jetzt im Bild die Klasse 3 und 4. Momentan den Piranha Sim Racing. BMW von Moritz Kaltwasser. Nachtrag zum Robert Reck, klassischer Disconnect. Auf der Startzielgerade.
So, ich versuche mal, ob ich jetzt wieder zu hören bin. Kannst du mich hören? Also ich kann dich hören, ja. Ja gut, das scheint hier tatsächlich an meinem Android-Device zu liegen. Ich muss dann immer umstellen zwischen Push-to-Talk und Freisprechen, aber egal. Jetzt muss ich erstmal pushen, um zu talken. So, ja, wir haben gerade den Verstehst. Was ist denn mit dem Robin Wandre? Der Robin Wandre. Wo soll mit dem sein? Ah, der ist in der Box. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Kleiner Unfall. Ja, also gerade eben im Bild gesehen, in der Klasse 3, der Jörg Langen gibt mächtig Gas mit seinem Team KPR, dicht gefolgt, wie zu erwarten war, vom No Limit Team. Und dahinter tut sich schon ein kleiner Pulk auf an Fahrzeugen. 3-4 Stück sind es, die dann um die Nachfolgeposition kämpfen. Es war übrigens nicht nur der Robin Wandre in der Box, sondern zwar direkt nach auch der Alex Keller, sondern der Alex Keller auch noch gleich mit. Ja, ich sehe es, der hat Mörderrückstand. Ja. Und bekommt auch einen Boxenstopp angezeigt. Und der Robin immer noch in der Box steht. Also die zwei müssen sich irgendwie lieb gehabt haben. Ja. Kann der mir Robin steht. Kann mir mal bitte einer schreiben, ob der Stream jetzt besser läuft? Also, weil dann muss ich ein Ticket schreiben zu Dailymotion, weil bei mir läuft es definitiv sauber. Also, meine CPU-Last ist in Ordnung und auch ich habe auch keine Drop-Frames. Hey, der hat ja sogar eine Zielanrichtung hier, der hat ja sogar einen Stern auf der Nase. Ja. Das ist ja mal cool. ja. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen mal ganz kurz zu dem Pulk, der sich dahinter bildet. Hier um Moritz Kaltwasser und dem Piranha Sim Racing Team. Da ist noch dabei der Markus Gerzak vom MGR Motorsport und der Dirk Ossenberg vom GT1.de Team. Jetzt sieht man hier jetzt nicht so viel. Aber wie war das hier? Muss ich den Knopf drücken? Nein, das war der falsche. Was wolltest du denn tun, mein lieber Michael? Ja, nur eine Position nach hinten, damit man dann alle drei einfängt. Ja, ja, nach Möglichkeit. Ja, so wie jetzt hier. Ja, mal und geteilt habe ich mir noch gemerkt, durch. Aber ich wusste noch nicht, welcher jetzt nach vorne oder hinten. So, und da geht es auch schon wieder ein bisschen durchs Gras und das wird vielleicht jetzt ein Positionswechsel. Mhm. Jawohl, und da ist es passiert. Da ist der Markus durch und der Dirk gleich. Direkt vorbei am Moritz. Meint dabei, kann er sich sehr glücklich schätzen, dass er nicht weggerutscht ist, beziehungsweise nicht eingeschlagen ist. Weil hier abseits der asphaltierten Linie doch ziemlich heavy. Für den Markus und seinen Teamkollegen, den Patrick Feester, läuft es eigentlich ganz gut. Also ich habe hier ein paar Kommentare von den Jungs gelesen, mich kurz mit denen unterhalten. Also das MGR Motorsport-Team ist sehr, sehr zufrieden mit der momentanen Performance in der Meisterschaft, liegen jetzt auch wieder auf Rang 3, gefolgt eben von GT1 und Piranha. Die haben auch das letzte Mal ein sehr, sehr gutes Rennen abgeliefert. Komme ich hier mit meiner Bandbreite nicht klar, ob du mal die Steuerung soweit übernimmst. Ja, die Steuerung kann ich übernehmen. Und ich habe dem Markus versprochen, der ein oder andere hat vielleicht das Video auf Facebook gesehen, was wir eigentlich heute auch ausstrahlen wollten, das technisch aber jetzt leider nicht möglich ist. Dem Markus nicht versprochen. Technisch, überhaupt nicht. Geistig war es nicht möglich, weil ich es schlichtweg vergessen jetzt, habe. Ich wollte jetzt nicht sagen, der Lutz ist schuld. Da stehe ich. Zu solchen Sachen stehe ich immer. Ja. Gut, also wie gesagt, der ein oder andere hat das Intro-Video schon gesehen. Da ist eine kleine Zeile unter Markus seinem Team, MGR Motorsport,
Es ist natürlich keine Verstärkung eingetroffen, sondern der Patrick Feester ist natürlich ganz normaler Teamkollege und Stammfahrer bei MGR Motorsport. Ja, bevor der Markus mir dann weiter den Kopf abreißt, ich habe schon ganz böse PNs von ihm empfangen. Wie das so ist mit Markus, zum Meckern hat er ja immer irgendwas. Aber auch das habe ich mir schon gesagt. Ja, und hier sieht man eigentlich einen ganz tollen Fight. Der Dirk, der lässt da auch nicht locker. Sieht gar nicht ein, den Markus jetzt ziehen zu lassen. Wer jetzt allerdings ein bisschen Boden verliert, das ist der Piranha BMW vom Moritz Kaltwasser, der etwas ins Hintertreffen geraten ist. Und, meine Damen und Herren, auch das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Wer es letzte Woche schon gesehen, beim letzten Rennen schon mitverfolgt hat, Team Motorsport for All und FPR geben sich's mal wieder richtig. Von der ersten Sekunde an gibt's hier ordentlich auf die 12 und beide lassen es richtig krachen. Platz 1 und 2 in der Klasse 4, wie auch schon beim letzten Rennen. Wir hoffen diesmal, dass beide durchfahren können und für ihre wirklich tolle Show, die sie letztes Mal schon gezeigt haben und auch hier wieder zeigen, entsprechend belohnt werden. Alle beide. Sie sind zu wünschen. Grandios. Ja, so, ich bin dann auch mal wieder so in der Nähe. ja, also es tut mir schrecklich leid. Ich habe das eben kontrolliert. Es ist tatsächlich so, dass es puffert. Das heißt, das liegt nicht am Stream selber, den wir produzieren, sondern es liegt am Ausliefern, sprich bei Dailymotion. Und selbst wenn man mit der Bitrate runtergeht, wenn man mit niedrigerer Qualität wählt, dann wird es zwar etwas besser mit dem Puffern, aber es puffert immer noch. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe, dass die Aufzeichnung entsprechend gut wird. Wir werden drüber nachdenken, beziehungsweise ich werde das mit dem Micha besprechen, ob wir das nächste Mal über YouTube streamen. Das ist eventuell, es läuft mit Sicherheit besser, aber es hat natürlich den Nachteil, dass man für Deutschland ein Plugin braucht für seinen Browser und das werde ich mit dem Micha erstmal bequatschen, ob wir das machen wollen oder nicht. Das machen wir aber nicht jetzt. Wir laufen hier und hoffen, dass es im Laufe des Rennens noch ein bisschen besser wird. Ja. So, und während die zwei Herren ihre erste Runde Stoßstange an Stoßstange beenden und gerade noch den Weg um das P1 Gaming-Team finden. Was ist denn da los bei Max Stötzel? Das sieht doch stark nach Reifenschaden aus. Und der steht da an einer ganz ungünstigen Stelle, denn Ausgang der Kurve ist nicht einsehbar, nicht unbedingt sofort einsehbar. Also ich würde mal behaupten, der hat nicht nur einen Reifenschaden, also entweder sind beide platt. Das sind beide platt, ja. Und wenn das da jetzt zwei Teams ankommen, mit die sich behaken, dann wird das jetzt gleich richtig lustig. Oha. Jo, das ist... Ja, jo, und da ist es dann auch schon passiert. Ja. Oh ja, da sind beide hinteren Reifen sind platt. Und jetzt kann er durch den Stupser von Alexander Keller wenigstens noch ein bisschen nach vorne rollen. Ach, ich wollte jetzt eigentlich gerade was anderes zeigen. Nein. Ja, noch ein paar Meter, ja. Junge, und dann hast du es geschafft. Ja, also ich würde sagen, das sind alle vier platt, oder? Ja, die also vorne, also ja, auf der rechten Seite sind beide. Das ist mal definitiv sicher. Boah. So. Jetzt schauen wir uns so mal an. Ja, es sind auch nur die zwei. Also die rechte Seite komplett. Aber ja, jetzt hat er es fast geschafft. Und der Boxeneingang wird jetzt hoffentlich nicht so stark frequentiert, sodass wir uns jetzt wieder auf interessante Sachen kümmern können, schauen können. Nämlich, wir gehen mal ganz an die Spitze. Auf Rang 2 Felix Heinen. Und wer jetzt genau im Stream zuguckt, der kann vor dem Felix Heinen einen gewissen Herrn Maas erkennen. Das heißt, zumindest eine Runde können wir hier schon mal von absoluter Spannung sprechen, denn das ist mal nichts, was die zwei auseinander sind. Völlig richtig. Und das erstaunt ein bisschen nach dem Quali-Ergebnis.
So, das zeigt eigentlich nur, dass der Kevin ja, entweder eine super geile Runde erwischt hat, der Felix gar nichts, also nichts reißen konnte. Also anders, das sieht mal richtig gut aus Fall. Hier. Dass der Felix was gerissen hat und der Kevin nicht so gut getroffen hat. Im Quali? Ja, Kevin war vorne. Ach so, Entschuldigung, ich dachte jetzt hier im Rennen. Ja, natürlich. Nein, ich meinte das Quali. Ja, und ja, das ist schön zu sehen und ist, glaube ich, für alle Beteiligten gut, weil wenn man so ganz alleine da vorne ist, das auch einigermaßen langweilig. Man kann sich zwar hinterher über einen Rennsieg freuen, aber so richtig was über das Rennen zu erzählen hat man eigentlich nicht. Und ja, für unsere Zuschauer und für uns beide hier ist es natürlich auch eine großartige Geschichte, wenn wir hier so ein Führungsduell haben. Absolut, absolut. Dahinter geht es ja auch dann runter weiter. Ich meine, gut, das sind jetzt schon ein paar Meter Abstand, aber wir reden nur von ein paar Metern. Und die können auf der Nordschleife schnell zugefahren sein. Denn, so jetzt richtiger Knopf. Ja, sollte dann auch da drauf gehen. So, da haben wir nämlich dann direkt noch den Benno Höft noch in Schlagdistanz und direkt hinter Benno Höft. Da hat man es auch ganz kurz gehört. Den Essen von Virtual Motion Racing auf Rang 4. So, und was tut sich dahinter? Der Joris Schäfwart auf Rang 5 wird jetzt dann gleich Besuch bekommen vom Core Motorsports Team von Patrick Buller. Ja, das Team Core Motorsport ist hier auf Wiedergutmachung aus. In beiden vorangegangenen Rennen ist das Team Core noch nicht ins Ziel gekommen. Beim ersten Rennen zwar in die Wertung, aber beim zweiten dann durch Unfall derartig zerbeult und nicht mehr fähig weiterzufahren. Wie gesagt, heute auf Wiedergutmachung aus. So, Mensch, ich muss ja hier eine Taste drücken zum Quatschen. Ich erzähle und erzähle. Das ist schön, ich dachte schon, dass du erzählst. Wolltest du mich ausreden lassen, oder was? Ja. Großartig, echt. Ich dachte, ja. Ist nix. Ja, guck mal, fantastisch. Ja, also das ist hier heute wieder... Ja, der Andreas schreibt mir... Ich habe es jetzt gerade mal eben von einem anderen Broadcast-PC, der auch im Rechenzentrum angebunden ist, probiert, also auch da puffert es, also es liegt auch nicht an eurer Internetverbindung zu Hause, es ist wirklich ein Problem hier bei Dailymotion. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was mich halt total wundert, ist, dass der Server den Stream mir so abnimmt, wenn er denn schon keine Bandbreite hat. Also keine Ahnung, ich kann es momentan einfach nicht ändern. Es tut mir schrecklich, wirklich schrecklich leid, weil ich hasse das wie die Pest. Also zumal das wirklich immer hier irgendwie passiert. Und wir haben gestern Abend noch gestreamt mit noch viel höherer Bitrate und alles super gut. Also ich verstehe es nicht. Ja, es ist sehr, sehr schade. Na, hoffen wir wenigstens, dass die Aufzeichnung funktioniert. Was wir jetzt gerade noch eben gesehen haben, war ein Abflug vom Hannes Pfledderer. Es sei ihm erlaubt, denn auch hier ein bisschen nachgeforscht, ein bisschen gelesen, was die Herren Teamkollegen so geschrieben haben. Der Hannes Pfledderer hat im letzten Lauf sein erstes R-Faktor Vertus-Rennen überhaupt bestritten. Das Team kam zusammen mit dem Stefan Strohmeier, der dem gleiches übrigens widerfahren ist, nämlich seinen ersten Wertungslauf.
bestritten hat, auf Rang 3 in der Klasse. Also eine beachtliche Leistung. War jetzt eben gerade hier im Kies, haben es kurz in der Wiederholung gesehen. Rangiert jetzt wieder auf der Position 3. Direkt vor ihm fährt der Jimmy Kahn von Just for Fun. Auf der Klasse 2 in der Wertung. Und der Frank Schmidt duelliert sich ganz vorne, der ein oder andere hat es mitbekommen, Bim Joris Schäbart, und ich hab's doch gewusst. Patrick Muller hat zwischendurch einen richtig üblen Bock drin gehabt und setzt das Team Core Motorsports wieder weit zurück. Ja, sehr erstaunlich. Also sehr erstaunlich, weil die Jungs normalerweise ja richtig gut unterwegs sind. Hattest du vorhin nicht noch gesagt, die sind gar nicht dabei? Ja, habe ich dann aber bei der Zusammenfassung von der Qualifikationswertung noch gesagt, ganz am Schluss. Die haben einfach das Quali verpasst und sind dann später im Rennen neu dazu. Das ist ja dann auch okay. Ja. Also ich habe jetzt mal eben in den Stream nochmal, es tut mir leid, wenn ich das Thema nochmal aufgreife, reingeguckt. Der Stream hängt 10 Minuten hinterher. Oha. Ja. Also da ist es jetzt irgendwie noch bei 1,50 fahren die da rum. Also das ist sehr, sehr, sehr übel, und das wird auch eine bitterböse Mail geben heute Abend an Dailymotion, weil das, wenn die Probleme haben, sollen sie doch ihren Premium-Partnern dann bitte wenigstens eine Mail schreiben, dass es Probleme geben könnte. Also das ist wirklich unter aller Sau. Aber es sind halt Franzosen. Ja, das Duell GT1 gegen MGR hat sich so leider ein bisschen erledigt gehabt. Ups. GT1 fährt jetzt ein paar Meter vor MGR, die ein bisschen federn lassen mussten. Ja, das ist alles irgendwie. Ja. Ja. Der Alex Keller, wie gesagt, ich kenne ihn seit 2010. Da ist er das erste Mal in der GT1 Langstreckenserie fahren. Also von GT1.de. Der Harald Galinis kam damals zu mir und fragte mich, ob wir sowas machen können. Und es hat tierisch Spaß gemacht. Wir haben das 3 Jahre lang gemacht. Letztes Jahr. Und also 2012. Und das war wirklich eine tolle Rennserie, hat super viel Spaß gemacht, und mit einem Harald Galinis, der ja, ich sag mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch jemanden in Deutschland gibt, der mehr über Motorsport weiß als der Harald. Das ist so unglaublich, dieses Wissen, was der hat, auch vor allem im historischen Rennsport. Also das ist, der kann dir wirklich sagen, wer 1954 in Le Mans, welcher Zuschauer da in welcher Kurve einen Herzinfarkt erlitten hat, das weiß der einfach. Das ist unglaublich. Und ja, jetzt haben wir hier erstmal ein schönes Duell, das sollte man jetzt mal lieber kommentieren. Ja, als erstes fällt einem bei dem Duell natürlich sofort auf, Motorsport for All, was tut ihr da? Ihr wart doch eigentlich hinter Marcel. Tja, jetzt nicht mehr, der Marcel ist enteilt auf der ersten Position der Klasse 4. Jetzt haben wir hier das Duell Motorsport for All gegen Drace Motorsport. Wieder beide mit dem gleichen Fahrzeug, der Jörn Dette vorne weg und dahinter der Danny Weller. Im, wie gesagt, Motorsport for All 2 Team. Das Schöne ist, anscheinend können das nicht nur 2, sondern 3 oder mehr sich so eine genau grandiose Show hier liefern. Und so wird es uns schon nicht langweilig und den Piloten auch nicht. Das ist wahr. Weltklasse. Ja, und die Piloten, die haben da wirklich auch richtig Spaß. Ja. Ich will jetzt nicht zwingend tauschen, aber also wer es hier versucht, gehört eigentlich. Oh, ja, es ist klasse. Vor allen Dingen, ja, eigentlich muss man sich da keine Sorgen machen. Eigentlich. Denn wie gesagt, im letzten Rennen haben wir es gesehen, was der Danny kann. Und auch der Dirk.
Und dass der Jörn Dette fahren kann, das hat er auch schon öfter mal bewiesen. Die haben Spaß, die Jungs. Definitiv. Die machen das hier zum Spaß. So, und jetzt noch eine nicht ganz so tolle Mitteilung. Der Michael Schöttler, der vorhin ganz zu Beginn irgendwann das Feld leider verlassen musste, war unterwegs meines Wissens nach für die Cantina Band 2. Nämlich das Auto, was letzte Woche noch, nicht letzte Woche, sondern beim letzten Lauf, noch der Michael Bräutigam pilotiert hat. Auch dieses Fahrzeug hatte schon eigentlich zwei Saisonsiege auf dem Buckel in der Klasse und eben jetzt mit dem ersten Streich hier belegt. Ja, das noch ist als insofern Info. Sicherlich jetzt für den heutigen Abend wirklich dramatisch, wie du es vorhin schon gesagt hast bei dem Andreas Schröder. Aber auf Gott sei Dank gibt es ja die Streichergebnisse, sodass man solche Ausfälle gut kompensieren kann. Ja. Es ist natürlich so, möchte man sich die Möglichkeit eines Streichergebnisses so lange wie möglich aufheben. Also nicht gleich am Anfang der Rennserie verballern. Wir sind ja nun mal gerade im dritten von 10 Rennen. Aber gut. So, was ist jetzt passiert? Hast du umgeschaltet oder? Ja, ich habe umgeschaltet und zwar leider. Müssen wir sehen, dass der Patrick Wander, nämlich das Fahrzeug, was vorher der Max Stötzl pilotiert hat, jetzt aufgegeben hat. So, jetzt hat der Lutz wieder alles ausgemacht. Jetzt hat er wieder alles angemacht. Also wie gesagt, der P1 Gaming BMW Z4 ist leider nach zwei Runden jetzt ausgeschieden. Wir haben vorhin am Rande noch mitbekommen, wie der Max Stötzl das Fahrzeug in die Boxengasse noch pilotieren konnte. Anscheinend mit einem erfolgreichen Fahrerwechsel, aber der Patrick Wander muss jetzt das Auto ebenfalls ähnlich demoliert in der Box endgültig abstellen. Und leider hat sich das dann damit erledigt für das Team. Ja, so. Das ist, glaube ich, sag mal, einen technischen Ausfall vor einem Rennen, den kann man noch irgendwie sich erklären, den kann man sich noch schönreden. Aber wenn man so auf der Strecke dann schon im Rennen und dann auch noch gut platziert, dann das Auto wegwirft, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ja. So, jetzt haben wir hier den Felix Heine vom Green Flashes wieder im Bild, circa 7 Sekunden hinter Kevin Maas, circa 2 Sekunden vor Benno Höft, den man dann auch immer durchs Bild huschen sieht mit seinem Team Handwerk. Das sind die ersten drei Positionen. Ich verwechsel diese Knöpfe hier. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt. Das Mal ist mal nach vorne. Das ja. Durch ist zurück. Ja, das habe ich auch gedacht. So, jetzt drücke ich mal durch. So, da sind wir nämlich bei vorne. Ja, das habe ich vorhin auch schon gemerkt, dass da irgendwas durcheinander kommt. Aber das kann passieren, wenn man aus Versehen mal Plus oder Minus gedrückt hat zwischendrin. Nee, habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Habe ich extra drauf aufgepasst. Ja, keine Ahnung. Achso, böser Mensch. Ja, ich habe eigentlich gar nicht gedrückt in der letzten Zeit, aber gut, egal. Ich glaube, das war vorhin auch schon mal, also von daher. So, Virtual Motion Racing auf Rang 4 in der Klasse 1. Noch einen anständigen Job, der Lars Gruber, letztes Mal ja ein bisschen mit stark zerstörtem Auto unterwegs gewesen. Hier übrigens noch ein Nachtrag, fällt mir gerade so ein. Der Lars Gruber ist ja nach dem inoffiziellen Rennergebnis auf Platz 2 in der Klasse eingelaufen. Allerdings hat der Lars
ist ja eigentlich kein unerfahrener Rennfahrer hier im Simsport, einen derartigen Anfänger begangen. Und zwar ist es im Reglement vorgeschrieben, dass jedes Fahrzeug nach Beenden des Rennens wieder auf seinen Startplatz zu bewegen ist. Nicht auf seinen Startplatz, sondern auf seinen Boxenplatz zu bewegen ist. Die Rennleitung hat sich da so ein bisschen was dabei gedacht, dass man das tut. Der Lars, entweder war er sauer oder einfach nur fix und fertig nach den 3 Stunden, er ist meines Erachtens nach auch alleine gefahren, hat es, ich unterstelle ihm keine Absicht, er hat es einfach vergessen oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat er dieses Escape-Verbot eben missachtet und wurde damit einer Runde bestraft, die ihm abgezogen wurde. Und daher... Ja, das ist nicht schön. Macht es auch ungern, aber man musste es tun, weil es eben auch so festgelegt ist im Reglement. Und hat jetzt dann seinen Platz 2, also er ist dann noch Dritter geworden, seinen Platz 2 allerdings an die Jungs vom Green Flashes Team abgeben müssen, was ihm ein paar Punkte Verlust eingebracht hat. Sehr dramatisch. Aber, wie du schon sagst, so ein Reglement. Normalerweise denkt man sich dabei, wenn man es erstellt. Also sollte dann auch befolgt werden, ja. Ja. So, auf Platz 5 in der Klasse. 6 gesamt. Eigentlich ziemlich achtbar für sein, denke ich mal, erstes Nordschleifenrennen, beziehungsweise im Rahmen der RFLN. Auf jeden Fall sein erstes Rennen der Joris Shepard mit PC Motorsport. Hängt hier noch hinterm Klasse 2 Fahrzeug der Frank Schmidt, der heute wie entfesselt fährt. Der Teampartner von Johannes Schafranka. Auf der 5. Position, beziehungsweise 1. Position der Klasse 2. Hier im Bild. So, und um die Klasse... Sind noch nicht so weit. Aber um mal weiterzumachen in der Klasse, haben wir hier den Gustl Dobri. Wie gesagt, Teamnamen erwähnen wir nicht mehr. Hier wird noch an der Lösung gefeilt, für welches Team er in Zukunft fährt. Gustl Dobri, nicht mit zerstörtem Auto, mit einer ordentlichen, soliden Leistung unterwegs auf Platz 6 in der Klasse 1 und auf Platz 7 in der Klasse 1 der Patrick Muller, der irgendwo schon mal Bock drin gehabt haben muss. Er war nämlich schon wesentlich weiter vorne am Joris Shepard dran. Gut, er bildet jetzt auch den Abschluss der Klasse 1. Insgesamt waren wir heute mit 8 Fahrzeugen Klasse 1 dabei. Der Max Stötzl bzw. der Patrick Wander aus der Klasse 1 für das P1 Gaming starten ist ja wie gesagt schon ausgeschieden. Gut. Ja, so viel mal zur Klasse 1. Magst du noch irgendwas anderes sagen? Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt... Achso, du meinst die Klasse 2? Weiß ich nicht. Ich mache auch die Klasse 2, du kannst auch irgendwas anderes sagen. Wir können das ja hier auflockern. Machen wir hier. Ja, du musst ja noch üben. Ach so, ja. Ja, dann nehmen wir das hier gleich als Übung, jawohl. Ja. Okay. Also. Bei mir hakt es hier. Mhm. Ja. Wir gehen mal durch die Klasse 2. Wie gesagt, auf Gesamtrang momentan 5. Erster in der Klasse 2, der Frank Schmidt vom Team S-Motorsport. Auf Rang 1 hält sich hier noch vorm Joris Shepard vom PC Motorsport aus der Klasse 1. Auf Rang 2 haben wir den Jimmy Kahn für Just for Fun Virtual Racers 1. Ah, jetzt weiß ich auch, was mit dem Herrn Muller los ist. Kam ich gerade Info von der Rennleitung. Die kriegen jetzt gleich mal einen Anschiss. Warum sie mir das nicht eher sagen? Genau.
So, zack. Schreib mal lauter. Nee, das kann ich jetzt nicht machen. Das, ja. Ich habe das letzte Mal hier schon, als ich einen Kameraden-Teilnehmer hier etwas durch den Kakao gezogen habe, so nenne ich das jetzt mal, schon ganz witzige Kommentare gegeben. Machen wir jetzt nicht. Ja, wie gesagt, gut. Der Jimmy Khan auf Rang 7. So, und jetzt zum Patrick Muller von Core Motorsport. Der hatte eine Drive-Thru-Penalty abgesessen. Hey! Ja. Und jetzt weiß ich auch, warum man mich nicht unterrichtet, denn irgendwie muss in der Boxengasse und auf der Strecke heute die Hölle los sein. Ja? Eieiei. Ja. Liebe Rennleitung, so ist das nun mal. Da kann man nichts machen. Nein. So, zurück zum Klassement. Just for fun auf Position 2. Auf Position 3, beachtlich, der Hannes Fledderer für das Team Cantina Band 1. Machen hier einen sehr ordentlichen, schönen Job. Auf Platz 4, und das freut mich ganz besonders für die Jungs, denn was die an Trainingsarbeit hier in den 2 Wochen vom letzten Lauf bis jetzt abgerissen haben, das bedarf eigentlich fast keiner Dokumentation. Der Lutz hat es vorhin angesprochen, was der Jörg alles abgerissen hat, und genau an diesen Mann haben sie sich offensichtlich orientiert und sind gefahren, was eigentlich die Freizeit hergab. Das Team Oldman Racing um Eric Payet, um den Roger Makut und Frank Heinen machen hier einen ganz ordentlichen Job, und was die an Runden, wie gesagt, abgerissen haben in den letzten 2 Wochen, ist abnormal. Und der verdiente Lohn, das sieht man hier auf der Strecke, während man beim letzten Mal und vorletzten Mal noch deutlich hinterherfuhr und eigentlich gar keinen Stich sah und damit beschäftigt war, das Auto um den Kurs zu bewegen, fährt man heute auch mal locker auf Platz 4 mit sehr anständigen Rundenzeiten. Zwar mit etwas Rückstand, aber wie gesagt, im Laufe so einer Saison schließt sich die Lücke, und die ersten Ergebnisse sehen wir heute, und das freut mich sehr, sehr, sehr. So, als Fünfter in der Klasse 2 haben wir hier einen Porsche 996 vom Josoft Sim Racing Team. Momentan am Steuer ist der Andreas Dahl. Ansonsten sitzen auf dem Fahrzeug noch der Markus Seufzer und Christoph und Jens Hase. Jetzt hier beim Überrunden vom Super Sick Racing Team, pilotiert momentan vom Herbert Bickmeier. Wie gesagt, die 5. Position in der Klasse 2. Dann heute wieder ein neuer Fahrer am Start, nämlich der Christian Jakobsen bei Cola Rebel Esports. Ja, im letzten Lauf ja schon deutliches Zeichen gesetzt, Cola Rebel Esports. Ähnlich wie Oldman Racing sind das hier relative Newcomer, die sich an die Serie bzw. an die Nordschleife rantasten. Der Ford GT mit Sicherheit ein sehr ordentliches Fahrzeug, um sowas zu tun. Momentan auf Platz 6 in der Klasse 2. Auch hier geht es vorrangig darum, dem Team Erfahrung zu sammeln und eben schneller werden durch Konstanz. Das letzte Fahrzeug, bereits ausgeschieden der Klasse 2, ist der Robert Reck gewesen im Ferrari. Leute, heute Glück und punktlos. Und das bringt uns dann zur Klasse 3, wo der Jörg Langen im KPR Sim Racing Team einen sehr, sehr ordentlichen Job macht und den Michael Müller von No Limit aber deutlich in Schach hält. Zwischen den beiden liegen circa 10 Sekunden Abstand mittlerweile. Ja.
No Limit wurde ja das letzte Mal ganz überraschend und sehr hart getroffen von einem Motorplatzer. Heute geht es wohl eher dann darum, Punkte mitzunehmen, ja, nichts zu übertreiben und möglichst sowas zu vermeiden, wie das letzte Mal vorgekommen ist. So, weitere 20 Sekunden circa dahinter haben wir dann den Dirk Ossenberg vom GT1-DE-Team, ebenfalls mit einem 190er Mercedes ausgestattet. Auf Position 4 in der Klasse ist dann der Markus Gerzak für MGR Motorsport unterwegs. Auf Platz 18 Piranha Sim Racing mit dem Moritz Kaltwasser momentan am Steuer. Und da sehe ich hinten schon am Heck, da hat es wohl irgendwo, beziehungsweise in der Tür sieht man schon ganz deutlich, da ist wohl irgendwo mal die Strecke ausgegangen. Und da war der Onkel Leitplanke vorne unterwegs. So, jetzt hat es da kurz gequalmt. Wer war das? Frechheit. Ja, auf Platz 19 und 6. in der RFL N3-Klasse, der Daniel Mackhaus hier am Start für das Team SRC, ebenfalls mit dem BMW M3 E30. Ansonsten fährt auf dem Fahrzeug noch mit der Björn Lukrawka. Und die Klasse beschließen tut in diesem Moment der Günther Wirkes von MRS Virtual Racing, hier unterwegs mit dem Mercedes, dem auch schon an seiner Tür deutliche Kampfspuren anzusehen sind. Der momentan nur auf der Position 21, der Günther Wirkes, und damit 7. und letzter in seiner Klasse. Ja. Kannst du mal, bevor du zum Danny Weller gucken, 24? Ja, unbedingt. Weil der scheint mir in der Box zu sein. Was der Danny Weller dann ist doch etwas früh. Ja, was mir dann doch ein bisschen früh vorkommt. Ja, wenn man sich das Fahrzeug so vom Danny anguckt, könnte man erahnen, warum. Ups. Da musst du nur mal einen Block ausschalten, wenn du drehen willst, sonst tippst du nämlich die Position ein. In der Tat, so. Ja, ist aber jetzt kein Problem. Ja, der Danny ist mittlerweile dann schon auf 25. Ja. Na gut, also jetzt ist es ja schon wieder einigermaßen. Ja, hier an der Seite. Warum mag denn das so? So, hier an der Seite sieht man es etwas. Anscheinend wieder repariert, aber war wohl. Ja, etwas in Mitleidenschaft gezogen. So. Wer pinkt mich denn hier die ganze Zeit an? So, der Karkasten schon sein. So. Ja, siehst du, jetzt kriegst du die ganzen Infos, weil das hast du rund gemacht. Und ja, wahrscheinlich ist es jetzt etwas, etwas ruhiger. Kriege ich denn jetzt? Ah ja, ja. So, wir hatten noch den Robin Fandre vom Team Firewall Racing in der Box, beziehungsweise eine Durchfahrtsstrafe absitzen, weil er mal wieder über die Linie gefahren ist. Okay, ja, dafür ist er jetzt auch letzter. Ja, der kommt aber noch. Also ich habe gerade die Info bekommen, dass er noch rein muss. Ah, okay, aber der hat ja vorhin ganz am Anfang, gleich nach der ersten Runde, war der ja an der Box. Ja. Also von daher. Es gibt wohl mehrere Unfälle und deswegen ist das alles so.
Ja. Und auch ansonsten hätte er ja wohl schlecht auf die weiße Linie überfahren können, wenn er nicht in der Box ist. Das ist richtig. Da sagst du natürlich nur Wahres, ja. Und genauso war es auch beim Patrick Muller, ja. Auch wieder die Linie überfahren beim Boxenstopp. Ja, das ist wirklich. Das sind so Dinge, die kann man sich als Außenstehender kaum erklären. Warum macht man sowas? Na, warum kann man auf so eine Kleinigkeit nicht Acht geben? Aber es ist wirklich einfach die Anspannung im Rennen. Man ist konzentriert auf sein Fahrzeug, auf die Strecke, aber auf diese blöde Linie beim Rausfahren. Man ist nur bemüht, möglichst wieder auf die Strecke zu kommen und dann passiert sowas halt. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist gar kein Spaß, da hat man dann so viele Sachen zu tun. Und wenn man sich das mal anguckt, wenn wir jetzt, wir machen das jetzt einfach mal bei den Jungs eben von Motorsport for All. Jetzt müssen wir nur mal ganz schnell sein. Die Kameras zum Fahren. Moment. Hier sieht man das eigentlich ganz gut. Ja, wenn man da im Auto sitzt, ja, in seinem lustigen Cockpit, dann wird es immer enger. Und da vorne, wir haben es jetzt gerade gesehen, ist nochmal ein ganz leichter Knick. Und der verleitet so dermaßen, wenn man da nicht richtig aufpasst, dann ist man so schnell neben der Linie, dass man das unter Umständen überhaupt nicht merkt. Ja, hier sieht man es. Das ist jetzt hier die Cockpit-Perspektive. Und hier ist dieser kleine Knick. Und da ist man so schnell über der weißen Linie drüber. Das ist eigentlich gar nicht so einfach. Ja. Man hat seine Position im Kopf, man hat die Position im Kopf, auf der man gerne sein möchte. Man hat einen Rückspiegel im Auge, womöglich noch ein demoliertes Fahrzeug und sowieso einen ganz doll dicken Hals. Genau. Ja. Und da will man eigentlich nur noch Gas geben und dann kommt diese doofe weiße Linie, aber es ist halt einfach mal ein Sicherheitsrisiko, wenn man da drüber hinausschießt. Und der eine oder andere möchte da gerne ganz dolle hinausschießen und dann gefährdet man so blitzschnell andere. Und dann sind auf einmal zwei oder noch mehr Fahrer, die nicht mehr weiterfahren können, eben raus aus dem Rennen. Und deswegen ist man da so penibel und achtet da drauf. Und wenn da nur der kleinste Ansatz ist, darf man eben dann nochmal durch die Box fahren. Ja. Wie gesagt, das ist alles einfach so. Das ist ja auch, wie gesagt, eine Qualifikation. Das war aber ganz schön neben der Strecke jetzt gerade. Für eine kleine Qualifikation für die 24 Stunden und da möchte man so viele Dinge wie möglich dann vermeiden, gerade bei den langen Rennen, dass es hier nicht zur Strafe ist, sondern eigentlich nur zur Übung. Ja, das war jetzt ein ganz toller Spruch, den wollte ich auch schon immer mal sagen. Hast du auch super gut rübergebracht. Also jetzt sehen wir auch bei dem Danny eben, haben wir noch so ein bisschen gesehen, was der eigentliche Schaden war, und zwar das Heck ist völlig rum. Ja. Also von daher... da ist er entweder rückwärts eingeschlagen oder hatte tatsächlich eine Begegnung mit einem anderen Fahrzeug. Das lässt sich jetzt natürlich nur noch rausbekommen, indem man den Fahrer fragt oder das Team fragt. Ja. Aber gut. Autos. Ja, an dieser Stelle vielleicht auch gleich der Aufruf, weil es der Lutz gerade angesprochen hat. Wenn ihr uns hört, ihr habt gerade sowieso nichts zu tun und seid eigentlich nur am Spotten, was euch verzichtbar macht, kommt zu uns in den Stream, erzählt was über euer Team oder was gerade schiefgelaufen ist in eurem Team oder was alles gerade ganz toll läuft in eurem Team. Ja, würde uns freuen, genau. Die Zuschauer auch. So, und weil wir noch nicht fertig waren, uns fehlt nämlich noch die Klasse 4. Genau. Machen wir da an dieser Stelle gleich weiter. Ich kriege gerade die Info vom einen der Rennleitungsjungs, dass der Stream wohl sehr, sehr gut läuft bei ihm. Aha, fantastisch. Bei mir nicht. Ich habe eben mal geguckt, da waren wir bei einer Stunde 32 und aktuell sind wir bei 1:15. Also ich hoffe mal, dass vielleicht noch irgendwas im Cache hängt oder keine Ahnung. Also wenn der Stream jetzt bei allen anderen gut läuft, kann ich gerne auf meinen verzichten, weil ich gucke ihn eh nicht. Ich moderiere ihn nämlich. Und da bin zumindest bei der Moderation anwesend. Hauptarbeit macht der Micha heute. Ja. Gut, weil wir gerade bei der Arbeit. Der Stream, ich sehe ihn sowieso eher als ihr alle. genau.
Ja, Micha, so, jetzt Klasse 4. Ja, jetzt Klasse 4. Gehen wir wieder zurück zur Arbeit. Ja, macht der Marcel auch. Der läuft jetzt gleich auf den Günther Wirkes, dem Letztplatzierten aus der Klasse 3. Den möchte... Ah nee, der Günther hat ihn überholt. So sieht's aus. Da wird auch ein Schuh draus. Okay. Wie gesagt, der Marcel, Führender in der Klasse 4. Ja, ich wünsche und hoffe mir, dass es genau so bleibt und der Marcel als Erster ins Ziel kommt. Das solltet ihr übrigens alle tun, denn der Marcel macht unsere Grafiken. Und das letzte Mal war der so sauer. Drückst du jetzt schon wieder hier rum? Ja, ich habe was gedrückt und zwar ist der Abstand zwischen Platz 7, dem Joris Shepard und dem Jimmy Kahn, auf eine Sekunde zusammengegangen. Ja. Die sind zwar nicht in einer Klasse, aber das ist trotzdem sehenswert, dachte ich mir, während du noch erzählst. Du kannst ja dann bei der nächsten Position wieder dahin schalten, weil so brennt es natürlich jetzt hier auch nicht. Das ist korrekt. So, also jetzt nochmal zu Marcel. Also wie gesagt, das solltet ihr alle hoffen. Und das letzte Mal hatte der nämlich so schlechte Laune, als er sein Lenkrad durch Eigenverschulden ausgemacht hat. Da hat der Mann mal kurz eine Woche lang nicht mehr mit mir gesprochen. Ja? Ich weiß ja, wie das ist so. Wenn man da so richtig sauer ist, dann hat man da auch nicht unbedingt den Bock drauf. Und der Mann macht aber die Grafiken für uns. Ja, und zwar alle. Ob das jetzt Tabelle ist oder sonst irgendwas. Und ich möchte einfach nur, dass er dieses Mal ordentlich ins Ziel kommt, möglichst auf einer ordentlichen Position. Und dann ist er auch wieder fröhlich und dann kann der auch wieder Grafiken machen und Spotter-Guides und hast du nicht gesehen. Genau, dann haben wir nämlich auch wieder aktuelle Meisterschaftstabellen. Die haben wir heute leider etwas vermisst aufgrund eines technischen Defekts bei Marcel. Also gut, die Meisterschaftstabelle war aber aktuell, ja. Es ging da jetzt nur um den Spotter Guide. Andere, das nimmst wieder du auf deine Kappe. Ne? Okay, alles klar. Was wir gerade gesehen haben, der Markus Gerzak war in der Box eigentlich. War der Mann, der gute Mann ja hier um Platz 3, 4 in der Klasse zugange. Ist jetzt weit zurückgefallen durch einen offensichtlichen Reparaturstopp. Und auch hier sieht man wieder. Am Heck hinten links ist wieder ordentlich eingedellt. Also ich nehme mal an, hier hat es auch einen etwas einschlagenderen Fall gegeben. So, machen wir weiter mit der Klasse 4. Überraschung wird hier geboten durch das Team Drace Motorsport. Ja, der Jörn Dette, seiner eigenen Einschätzung zufolge, war nicht damit zu rechnen, dass er da vorne mitfahren kann, wo er jetzt mitfährt, nämlich auf Platz 2. Hat solche Koryphäen wie Alexander Keller, Edgar Steffens, Danny Weller und Herbert Bickmeier hinter sich. Gut, ein Marcel Penzkofer richtig in Fahrt und mit guter Laune, in dem Fall mit schlechter Laune, zu schlagen, ist jetzt nicht so einfach. Deswegen kann man hier sagen, Jörn, Respekt, guter Job bis hierher. Wie gesagt, Platz 2 in der Klasse 4. Tolle Sache. Und den Platz 3. Und auch das finde ich noch relativ überraschend. Hier haben wir den Just for Fun Virtual Racers 2 Wagen. BMW 320. Und das Erstaunliche heute ist, man erkennt das Auto auf den ersten Blick. Ja. Der Edgar und sein Teamkollege, wir wissen das noch aus dem Rennen vor 2 Wochen. Ja, die waren mehr ohne Front unterwegs als mit und ziemlich oft in der Box. Auch hier hat man offensichtlich was gefunden am Fahrzeug, was einen A sicherer macht und B trotzdem solch ordentliche Rundenzeiten fahren lässt, dass es für die Top 3 momentan zumindest reicht. Auf Platz 4 der Alex Keller mit seinem neuen Team GT1DE2 unterwegs, jetzt hier mit dem Volvo S70 ist es. Das letzte Mal habe ich noch gesagt, es ist ein S60, das ist aber auch gar nicht richtig, das ist ein S70. Auch hier sieht man an der Seite ein bisschen, da hat es schon den einen oder anderen Kontakt gegeben. Wie gesagt, die Rennleitung hat mir das auch vorhin mal mitgeteilt. Es gibt wohl viele Unfälle heute auf der Strecke. Dafür gibt es aber nicht so viele Ausfälle wie das letzte Mal. Das ist richtig. Das vermöchte ich hier. Also in der ersten Stunde hatten wir das letzte Mal schon 6 oder 7 Ausfälle. Ja. Und wir zählen jetzt gerade 2. Einen selbstverschuldeten Ausfall, einen leider Disconnect in der ersten Runde. Vom Robert Reck.
Wir wissen vom Robert, dass er nicht ganz glücklich ist mit der Fahrzeugwahl und dann auch noch mit dem Disconnect ist eher schade. So, auf Platz 5 in der Klasse, der Danny Weller. Motorsport for All 1. Na, der war schon in der Box wegen eines größeren Schadens, stand da auch sehr, sehr lange, um den Schaden zu reparieren. Ui, hab ich das jetzt nur gehabt oder war da wirklich ein kleines Leck? Ich habe nichts mitbekommen. Okay. Aber das bleibt schon immer mal kurz stehen, so. Also das habe ich auch. Mhm. Ich schließe dann immer mal und mache wieder neu auf. Okay. Also wie gesagt, Danny Weller schon arg gebeutelt, hatte schon heute einen Unfall. Hat seinen Boxenstopp auf jeden Fall schon absolviert. Mal gucken, ob der Unfall so spät war, dass er jetzt noch durchfahren kann. Eventuell ist es ja möglich. So, auf Platz 6 der Klasse haben wir jetzt momentan den Herbert Bickmeier im Team Super Sick. Und dem einzigen Audi A4 im Feld. Wie gesagt, momentan Sechster der Klasse. Jetzt muss ich mal kurz meine Zettel hier rausholen. Ja, wusste ich es nämlich. Letzten Lauf war der Herbert, beziehungsweise der Mark Herzig. Fahren ja beide für das Team Super Sick. Noch auf Platz 2. Heute haben sie ein bisschen zu knabbern. Ja, so schnell geht es dann halt auch leider. Oder vielleicht auch ganz gut für die Spannung. Und das Feld beschließen tut momentan der Robin Fandre vom Firewall Racing Team. Ja, die Jungs waren auch lange, lange Zeit mehr neben der Strecke als auf der Strecke. Auch hier hat sich ein bisschen was getan. Auch die Jungs haben trainiert, haben sich ins Zeug gelegt, haben sich reingehangen. Jetzt hier zwar schon mit 2 Runden Rückstand geführt, aber auch den Herren geht es darum, viel Erfahrung zu sammeln. Auch die wollen am 24-Stunden-Rennen teilnehmen. Das ist ihr primäres Ziel, da ist die Wertung dazu völlig egal. Und dieses Ziel eben verfolgen sie hartnäckig und gut. Und wie gesagt, solange man hier nicht fährt wie eine Wildsau, sondern sein Ziel verfolgt und das ordentlich macht, dann ist es jedem erlaubt. Gut. Ich sage jetzt nichts. Was, hast du jetzt wieder eine Meldung gekriegt? Nein, ich habe dem Robin zugeguckt und habe noch mal kurz in meinem Kopf ablaufen lassen, was ich gerade gesagt habe. Ja, okay. Gut. Wir werden dann soweit mit den Klassifizierungen durch. Wir haben jetzt 27... Das machen wir nicht. Dreiviertelstunde gebraucht. Ja. Wir haben das letzte Mal sehr viel Lob bekommen bei uns im Forum, wir zwei. Ja? Und zwar, dass wir das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Aber bis auf eine Person. Ja, ich könnte jetzt sagen, dass der Markus Gerzak der Einzige war, der Geld, aber das machen wir natürlich nicht. Der Rest war, wie gesagt, das Lob ist voll. Und eben auch der Tatsache, dass wir nicht die Wertung von vorne bis hinten permanent durchgehen. Ich wollte es nur einmal machen. Ja, und dann machen wir das nachher zum Schluss nochmal. Darf ich denn mal fragen, was der Markus für eine Kritik hatte? Weil manchmal ist es ja wirklich ganz, ganz erfrischend, wenn man sowas mal liest. Nein, das ist, was heißt Kritik? Bei Markus, wenn wir schon über ihn reden, dann macht man wenigstens auch noch gleich ins Bild. Der meint das nicht böse. Der Markus, der spricht halt einfach Sachen aus, die ihm gerade einfallen. Da ist er relativ direkt drin und das macht er mit Vorliebe. Er ist auch in seinen Kommentaren immer etwas reizend, also er versucht anscheinend schon ein bisschen aus der Reserve zu locken, man darf da aber nicht zu viel rein interpretieren und das meint der Markus auch nicht wirklich so. Mhm. Der Markus hat sich halt das letzte Mal etwas, wie soll man sagen... Sprichst du, sagst du mal einfach, ich hab's nicht gelesen, also von daher... Er war etwas genervt von deiner Ausführung, was... das Rejoin-Tool anging und solche Sachen. Ja? Aha.
Das Allerschönste daran ist, also man musste dazu gar nicht viel tun, ja, circa 50 Leute aus der Community sind in der Art übers Maul gefahren, dass Markus dann doch einsehen musste, okay, vielleicht hat es ja doch jemanden interessiert. Ja. Nein. Also, ja gut, also wenn es jetzt nur was war, was einer von uns gesagt hat, dann ist das okay. Nee, manchmal kommt ja so Kritik wie, ihr zeigt zu wenig von hinten oder ihr geht mal öfter in die Cockpit-Perspektive oder sonst dergleichen Dinge. Das kann man natürlich dann immer... es gibt halt für alles, für all diese Kritiken führen wieder. Das merkst du es ja selber. Also jetzt steht bei mir das Bild zum Beispiel auch gerade. Also wenn jemand so, bitte zeig doch mal mehr von hinten. Ja, das Problem ist halt, wenn man so den realen Motorsport verfolgt, da wird tatsächlich auch mal was von hinten gezeigt, wenn denn da auch mal was passiert. Aber wenn es natürlich vorne eng zugeht, zeigt kein Mensch irgendetwas, was hinten passiert, weil vorne spielt nun mal die Musik. Und das ist schon immer ein bisschen schwierig. Natürlich will jeder, wenn ein Livestream zu einem Rennen stattfindet, möchte er natürlich auch gern mal da irgendwie zu sehen sein. Ist natürlich ein bisschen schwierig, in 2 Stunden bei 30 Autos hier auf der Nordschleife jeden gebührlich zu zeigen. Deswegen versuche ich das, also wenn ich das alleine mache, dann immer ausführlich in den Einführungsrunden die Leute zu zeigen, beziehungsweise dann, wenn sie in irgendwelchen Zweikämpfen verwickelt sind. Also ansonsten, wie gesagt, das ist halt, sind halt solche Sachen. Da muss man, man versucht das Beste und es ist halt immer nicht ganz einfach, vor allem wenn man fremd ist in einer Rennserie. Und wie gesagt, also von daher, wenn es jetzt nur darum ging, dass ich ein bisschen lange über das Plugin gelabert habe, ja, das kann ich, damit kann ich leben. Nein, das darf man nicht böse nehmen und das darf man auch nicht überbewerten. Ach, sowas. Das ist ganz normal. Also, und wie gesagt, der meint das nicht böse. Es ist halt seine Sichtweise und die tut er dann gerne kund so. Mhm. So, und damit ist auch der Drops schon gelutscht, wie gesagt. Wir sehen jetzt gerade die 3 Führenden der Klasse 4, alle 3 gleichzeitig beim Boxenstopp, ja, durch unsere schon viel kommentierte und besprochene. Jetzt hat sich bei mir hier gerade eine Lampe verabschiedet. Wie, was eine Lampe? Das war mein kleiner Sohn. Viel besprochene und kundgetane Mindeststandzeit im Boxenstopp wird es also bei den Boxenstopps an sich keine Änderungen geben. Ich wollte nur eben zeigen, dass eben die Klasse 4 ihre Boxenstopps jetzt verrichtet. Genauso wie der Benno Höft, der als erster der Spitzenklasse 1 Fahrzeuge seinen Boxenstopp eben macht. Patrick Muller im Chor Motorsports hat sich auch mittlerweile wieder berappelt, ist jetzt auch vorbei am Gustl Dobri, bildet jetzt momentan, ist jetzt momentan auf Platz 6 in der Klasse. Entschuldigung, aber ich, wenn das hier stimmt, haben wir... Ach, die sind gerade in der Box, oder? Ja. Ah, deswegen. Ja, alles gut, alles gut. Ja. Ist gut. Der Benno ist in der Box, der Benno hilft. Deswegen genau, ist der, und der Frank Schmidt Jimmy auch, und der ist nur 7/10 dahinter, deswegen dachte ich jetzt, genau. Alles gut. Patrick Muller geht da jetzt gerade vorbei. Ja. Ja. Und wir haben vorhin noch gesehen den Hannes Flederer. Das ist er nicht. Ja, er hatte wohl irgendwo am Anfang der Schleife Kontakt mit der Mauer bzw. Leitplanke. Er hat hin und wieder ein stehendes Vorderrad, hält sich eigentlich ganz gut, wird jetzt aber wohl auf der Dödinger Höhe vom Erik Pei geschnupft werden, der dann für das Team Oldman Racing den 3. Platz in der Klasse 2 übernimmt. Habe ich nicht noch am Sonntag, als wir gequatscht haben, irgendwas davon gesagt? Oder Samstag, wann das war? Oh, Flatterer! Da flattert sie ihn etwas nach außen. Das war jetzt sehr, sehr unschön.
Also ich gehe mal davon aus, dass das Auto auch nicht mehr wirklich gerade fährt. Sonst Nein. passiert sowas eigentlich nicht. Und das sind jetzt Szenen... Und nicht über diesen Curb, da kommt er nicht runter. Oh, ja. Das, jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Erfahren halt auf der Nordschleife, die kann der Hannes gar nicht haben. Ja, er kommt da weg. Und jetzt hat er nochmal Schweineglück. Ja. Und ich hoffe... Oh Gott, oh Gott. Das war jetzt nochmal Unsafe Release oder irgendwas. Was macht der Andreas da? Der möchte dann auch doch lieber woanders anders langfahren. Nee, der will auch in die Box. Der wusste jetzt nicht, ob er links oder rechts vorbei soll. Der wusste jetzt nur nicht, ob links oder rechts die Bande ist. Hm? Genau. Nee. Also der Hannes kann sich noch hier irgendwie in die Box retten. Also das war wirklich... da hinten dieser Curb ist wirklich ganz, ganz bitter. Also da habe ich schon mehr als einmal ein Auto festhängen sehen, der dann nicht wieder runterkam. Also die Klasse 1 Fahrzeuge werden da definitiv festhängen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Klasse 2 Fahrzeugen ist. Die haben ja etwas mehr Bodenhöhe. Soweit ich weiß, bis auf die Klasse 3 Fahrzeuge wird da definitiv jedes Fahrzeug draufhängen und nicht mehr runterkommen, wenn er richtig steht. Aber wie gesagt, der Hannes kann die Erfahrung noch nicht haben, es sei denn, es im Training mal passiert oder so, was ich allerdings nicht glaube, da ist man schnell mal mit Escape drücken. Ja. Wer da mal gestanden hat im Rennen, der weiß, dass es hoffentlich jemand gibt, der einen von hinten anschiebt und der dann selber festhängt. Auch das habe ich schon erlebt. Aber grundsätzlich sollte man genau sowas tunlichst vermeiden und dann doch lieber ein bisschen früher bremsen. Ja. Und wir haben tatsächlich wieder einen Ausfall, leider. Und diesmal hat sich schon fast angekündigt. Ja, da war es wieder. Das war Fandre, Glenner. Ja. Der Robin Fandre. Auf Platz 27. Und Platz 7 in seiner Klasse. Leider mit dem Aufhängungsschaden raus. Oh. Also er wird da mir passiert, weil das habe ich nämlich. Ja. Okay. Ja, nicht schlecht. Also, das ist. Ja gut, ich sag mal so, wir wissen ja, dass wir ungefähr ein Drittel Ausfälle haben werden. Die gibt es einfach fast in jedem Rennen, also egal wo das gefahren wird. Und das letzte Mal war ich schon ein bisschen überrascht, da habe ich mich ein bisschen leiten lassen von der Tatsache, dass die Ausfälle alle relativ zeitig passierten. Und da kam es mir einfach mehr vor als beim ersten Rennen. Dabei war es dann mehr oder weniger so bis auf ein, zwei Autos fast die gleiche Anzahl ausgefallen. Also von daher, gucken wir mal. Bis jetzt sieht es wirklich ganz hervorragend aus. Also natürlich nicht für die, die ausgefallen sind. Nein, aber, das ist klar. Aber von der Gesamtzahl. Jetzt, ja, von der Statistik her sieht es noch ganz gut aus. Ja. Ja, was uns auch freut, ist auf jeden Fall, dass das Handwerk noch fährt. Ganz klarer Fall. Auch die zwei hatten schon, Fabio Schürmann und Benno Höft hatten schon Pech. Im ersten Rennen direkt noch in der Einführungsrunde in Disconnect. Im zweiten Rennen war es, meine ich, ein irreparabler Schaden am Fahrzeug. Genau, da hat das Rad gefehlt, der die Jungs leider zum Aufgeben gezwungen hat. Und auch hier gehen unsere Wünsche und Hoffnungen mit, dass die Jungs in diesem Rennen ordentlich Punkte holen, ein gutes Ergebnis einfahren und die Motivation eben entsprechend hoch bleibt. Denn Mühe geben sich die Jungs, am Einsatz liegt es nicht, liegt bei gar keinem eigentlich am Einsatz. Deswegen hat es auch jeder verdient, hier entsprechend seine Show abziehen zu können, und zwar von Anfang bis zum Schluss. Ja, dem ist tatsächlich so und auch nichts hinzuzufügen. Das ist etwas, was das, wenn man im realen Rennsport, da verdient man gegebenenfalls Geld oder hat einen Sponsor, der einem mehr oder weniger zwingt, auch in noch so blöden Situationen weiterzufahren. Hier hat man so etwas nicht. Wenn man hier hoffnungslos hinten liegt, dann ist der Finger ganz schnell mal auf dem Escape-Knopf und ja, das ist dann natürlich, oder wenn es dann auch mal kracht, dann ist es auch verdammt ärgerlich, weil man dann halt entsprechend, seine Freizeit investiert hat. Also man hat hier nicht irgendwie in irgendeiner Form Geld verdient oder wie auch immer. Und
Meist oder oftmals sind ja Sponsoren auch schon zufrieden, wenn sie noch auf dem zerstörten Autobus zu lesen sind und einfach nur lange genug im Fernsehen zu sehen waren. Ja. Aber gut, das haben wir hier leider noch nicht. Oder leider weiß ich nicht, aber. Ach, ich bin da gar nicht böse. Nee, ich glaube auch. So lässt sich das hier etwas entspannter an. Richtig, richtig. Ja, hier jetzt nach einer Stunde und 6 Minuten wieder mal ein Positionskampf. Nein. Ein direkter? Ja, Robin Frischkopf jetzt für... ich erzähle schon wieder Schwachsinn. Ja, Jörn gab's schon. Sage ich jetzt einfach mal so. Peter Neuendorf hat das Auto von Jörn Dette übernommen. Ich rede schon wieder Käse. Peter Neuendorf hat das Auto von Edgar Steffens übernommen. So, jetzt sind wir dann auch mal dabei bei der Musik und fährt jetzt hier runter vor Danny Weller, der sich ja immer noch so ein bisschen auf seiner Aufholjagd befindet, weil er ja ziemlich früh schon in die Box musste. Hast du eine Nachricht bekommen jetzt? Ja, ja, vom Jörn. Der, okay. Ja. Also vielen Dank auch nochmal an den Andreas bei der Gelegenheit für die Info. Also freut mich natürlich, dass der Stream jetzt vernünftig läuft. So, und jetzt haben wir hier... Ja, aber auch das Drace-Team hat gewechselt, deswegen war ich jetzt etwas durcheinander. Für den Jörn Dette fährt jetzt auch der Robin Frischkopf. Auch die Moment, Jungs... Also hier bringst du jetzt irgendwas durcheinander. Nein, nein, nein. Also ich habe jetzt hier von Peter Neuendorf erzählt. Ich habe mich 5-mal verquasselt von Peter Neuendorf. Wo kommt denn der Robin Frischkopf her? Der Robin Frischkopf fährt bei Drace Motorsport. Echt? Und fährt auf Platz... Ja. Ich werde es sehr wohl wissen. Ja, also ich wundere mich, dass der hier fährt. Deswegen. Oder wir machen das jetzt davon. Mal... Ja. Also Robin Frischkopf auf jeden Fall fährt für Drace Motorsport, ist momentan unterwegs auf Position 2 der Klasse 4. Während der Peter Neuendorf für den Edgar Steffens übernommen hat in Just for Fun BMW und gerade in diesem Moment vom Danny Weller im Motorsport for All BMW überholt wurde. Und dazu kommt jetzt noch der Jörg Langen. Hoffe ich mal, dass Jörg Langen da gerade drauf sitzt und ich Ihnen schon wieder Quatsch erzähle. Ja doch, Jörg Langen sitzt da gerade drauf für das KPR Sim Racing Team und beide überrundet. Ja. Also wenn ich den Frischkopf heute hier ins Interview kriege, den mache ich was rund. Warum sagt er mir das nicht, dass der hier fährt, die Pfeife? Ja, also ist Jörn Dette, wie gesagt, hört gerade im Stream mit. In dem Fall kann er es ihm ja mal ausrichten. Ja, der Jörn also, ist auch angehalten, hier vielleicht reinzukommen, wenn er gerade nichts zu tun hat. Also das ist, wenn das der Schweizer Robin Frischkopf ist, also dann, ich weiß nicht, der Name ist mir eigentlich zu selten, als dass es davon zwei geben könnte. Also das der Brüller, weil der fährt nämlich in der Race Day Speed Association. Seit Jahren broadcast ich das dort und ist einer dort der Besten. Hat 3 Wintermeisterschaften hintereinander gewonnen dort. Also jetzt bin ich dann doch ein bisschen erstaunt, ihn hier zu sehen. Das würde mich schon sehr, sehr freuen. Ja. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr euch gerade fragt, warum wir so viel Zeit haben zum Schwachsinn labern, ganz einfach. Momentan ist Boxenstoppzeit und viele, viele Teams befinden sich in der Box und wir haben wirklich hier das Bild auf den interessantesten Teil gerade gerichtet. Einmal der Zweikampf zwischen Robin Frischkopf und Danny Weller, der jetzt schon abgegolten ist, vorneweg der erste überrundende Jörg Langen im KPR, dahinter haben wir das S-Motorsport-Team gefolgt jetzt hier gleich vom Michael Müller im No-Limit-Team, der den Ausritt von Benno Höft, der den KPR-Junge jagt. So, und jetzt haben wir hier gerade gesehen, da war der Benno auf Abwägen, ja. Auch in einer äußerst interessanten Stelle. Mhm. Ja, also wenn man sich was zum Abfliegen kann, aussuchen kann, dann immer hier. Mhm. Da geht noch nicht so viel kaputt. Da fällt mir jetzt so ein bisschen die aktuelle Smart-Werbung ein. Mhm. Wo dieser Smart da im Gelände rumgurkt und heißt das halt,
Ein Smart im Gelände macht so viel Sinn wie ein Geländewagen in der Stadt. Und dieser Ausflug in dieses Grün, das sah eben so aus wie dieser Werbespot. Ja. Ja, und ansonsten bietet sich uns dieses Bild momentan, wie gesagt, viel Boxenstoppzeit. Wir haben ungefähr Rennmitte, wir sind 10 Minuten über der Rennmitte. Von daher, wie gesagt, ist ein bisschen zweikampflos alles gerade. Aber warum, wie gesagt, die Jungs suchen momentan halt die Box auf. Ja. Gut. Dann haben wir noch ein interessantes Duell, und zwar das Duell um den Gesamtrang 13 bzw. 4 in der Klasse 2. Vorneweg der Markus Seufzer, der jetzt gerade hier die Wiese nutzt und leider die Wiese nutzt und damit den schönen Zweikampf entscheidet. Und vorbei geflogen ist der Simon Hinze vom Cola Rebel eSport Team. Ja, da hat doch auch der Herr Seufzer dann eine kleine Herausforderung, da nämlich wieder ranzufahren und uns nochmal Action zu bieten. Ja. Und wir haben den Jörn Dette im Warteraum und den Patrick Wander auch. Ich ziehe beide gleich mal. Ja, in dem Fall ziehe ich nur den Patrick Wander nach unten, weil der Jörn schon wieder weg ist, leider. Patrick Wander, ja, Fahrer von P1 Gaming. Für die, die es nicht wissen, wir haben das vorhin im Stream gezeigt, als erstes den Unfall bzw. den Reifenschaden vom Stötzel, Max war es, meine ich, und der hat dann gewechselt auf den Patrick Wander, und der möchte jetzt gerne hier das Statement abgeben, was denn eigentlich im Team los war. Ja, wir haben es einfach bis jetzt noch nicht geschafft, das richtige Setup zu finden. Das Auto ist zwar relativ schnell fürs Quali, aber halt auf die Langstrecke extrem nervös auf der Hinterachse, deswegen der Reifenschaden beim Max Stötzel und danach auch bei mir, war durch einen Einschlag in die Leitplanke, und da werden wir jetzt auf jeden Fall definitiv über Weihnachten arbeiten, denn mal einfach ein weicheres Setup zusammenbekommen, was dann auch natürlich über die Langstrecke fahrbar ist. Ja. Ja, sehr, sehr schade, dass er schon raus sei. Ich meine, für das P1 Gaming Team lief es jetzt auch nicht gerade so gut. Punktemäßig. Ja, das letzte Rennen war auch schon eine Nullnummer, was ich mitbekommen habe. Ich habe ja leider relativ wenig Zeit zur Vorbereitung auf das Rennen gehabt. Ja. Aber beim nächsten Mal läuft alles besser. Seid ihr personell jetzt komplett anders besetzt, oder hat es dann kompletten Austausch gegeben oder nur Ergänzungen? Ich würde sagen, das sind jetzt eher Ergänzungen, um zu gucken, wer das optimale Team zusammenbilden kann. Okay. Ja, gut, ja. Ja, der Zeitpunkt bietet sich an, jetzt in der Winterpause, also Winterpause, haha, in der etwas längeren Weihnachts-Silvesterpause da was zu tun, ja. 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 Einmal gucken. Das nächste Rennen wird definitiv wieder besser laufen. Mhm. Liegt halt ein bisschen Arbeit vor uns, aber das bekommen wir hin. Ja, zu dann auch wär's euch. Nächsten Rennen zu Ende fahren könnten. Ja, das wäre ganz gut. Ja. Und auch die Qualifikationen schaffen für das 24-Stunden-Rennen. Ich denke mal, ihr habt da auch Interesse dran. Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe gerade den Frank Schmidt auf der Strecke. Was tut der Mann da? Das sieht mir nach Disconnect aus. Ja, der steht ja da und rollt so vor sich hin. Naja, der. Gucken mal. Das wäre jetzt nicht so toll. Also, irgendwas im dritten Gang. Naja, doch, er bewegt sich noch. Also, von daher ist er selber, der das sich bewegt. Aber, Entschuldigung, jetzt kurz an den Patrick. Ich sehe, der Herr Dette ist da. Herr Dette, ich grüße recht herzlich. Ja, hallo. Mensch. Ewig nicht gehört. Ja, aber solche Sätze, das stimmt. Ja. Wenn nicht gehört, aber viel gelesen. Ja,
Was ist das mit dem Robin? Fährt er hier? Ist das der Robin? Also wenn du es so beschrieben hast, wie ich das mitgekriegt habe, denke ich mal, ja. Ja, das ist ja mal eine coole Nummer, weil wie gesagt, das ist schon der, mit der auch mit seinen nicht Slotcars hier, mit seinen Modellautos da durch die Gegend fährt, ne? Mhm. Genau, ja, ganz großartig, freue ich mich sehr. Also seht mal bitte zu, dass er ins Interview kommt. Also spricht auf irgendeinem Podestfahrt. Das wäre schon ganz klasse, weil dann hätte ich den Robin, dann höre ich den heute und am Donnerstag. Weil da hat er nämlich das nächste Rennen. Ja, Jörn, jetzt mal ganz kurz zu eurem Rennen. Wir sind hier noch dabei und gucken, was hier passiert. Ich weiß nicht, was der Frank Schmidt jetzt versucht, aber es ist, Entschuldigung, Jörn, wenn ich jetzt hier kurz abschweife. Kein Problem. Auch an den Patrick noch kurz das Sorry. Also, wir sind jetzt hier gerade. Kein Problem. Wir wissen jetzt nicht, was der Frank Schmidt macht. Er ist definitiv im Auto. Das Auto funktioniert irgendwo. Er hat einen extrem hohen Ping. Das sieht mir momentan so aus, als ob er seinen R-Faktor minimiert hat. Also, das könnte eine Erklärung sein. Zumal er ist auch noch im dritten Gang und da ändert sich auch nichts. Und er schleicht hier so ein bisschen an der Leitplanke lang. Das wäre natürlich bitter, weil dann bleibt ihm nur Escape, wenn er es nicht wieder aufkriegt. Mein Gott sei Dank steht er so, dass er jetzt hier an der Stelle nicht zwingend jemanden behindert. Eine gelbe Flagge gibt es auch. Jetzt hat er, glaube ich, Escape gedrückt. Also jetzt ist, glaube ich, Ende. Genau. Jörn. Patrick. Patrick. Auf alle Fälle hast du gesagt, ihr werdet beim nächsten Mal dann mit einem hoffentlich fahrbaren Setup wieder antreten und ja, und dann hoffen wir mal, dass wir euch dann hier in der Moderatorenkabine aus anderen Gründen haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Das Auto ist momentan einfach zu hart. Deswegen geht es halt bei den kleinsten Fehler extrem auf der Nordschleife tödlich. Ja, also, mein Lieber, ich drücke euch die Daumen, dass das funktioniert und damit wir dann das nächste Mal einen fröhlicheren Grund haben, hier miteinander zu plaudern. Ja, dann danke fürs Daumen. Die Jungs vom Typen. Ja, ach, gerne. Und dann hören wir uns das nächste Mal im Siegerinterview, ne? Auf jeden Fall. Genau. Okay, also, Jörn, mal ganz kurz jetzt bei euch. Sieht ja momentan ganz gut aus, oder? Ja, überraschenderweise. Also im Kriegsverein, da wurde ich ja gebügelt, sondersgleichen. Und wir haben uns eigentlich gesagt, okay, wenig Vorbereitungszeit gehabt, was geht. Nur, dass dann im Rennen auf einmal das so gut lief, war absolut nicht von abzusehen. Also, wir sind relativ stark überrascht und wollen natürlich gucken, dass wir die Position noch halten. Und der Wagen hat bei uns auch noch etliche Mängel, die wir definitiv noch abstellen müssen. Also, da gibt es noch einiges. Aber wir denken mal, da ist noch was drin. Das sollte kein Problem sein für die nächsten maximal zwei Läufen, wenn es nicht zu blöde läuft. Und dann sollten die Top 3 auch mal drin sein von Haus aus. Ohne dass die anderen Fahrer jetzt mit Problemen zu tun haben halt, aber das sollte gehen. Ja. Ganz kurz nur, wir danke an den Micha, der hat mal eben hier hingeschaltet, wo es nämlich gerade spannend ist. Der Simon Hinze ist hier auf dem das ist ja gar nicht der Simon Hinze. Was erzähl ich? Doch, das ist der Simon Hinze, der ist ganz hinten. Ah, okay. Das ist schon richtig. Ja. Aber viel interessanter ist das Duell Langen Müller. Nämlich KPR gegen No Limit. Da kannst du ruhig lachen. Das sind nun mal zwei absoluten Cracks in der Klasse 3, die zwei Teams. Und die geben sich jetzt hier richtig. Vorhin noch mit einem 10 Sekunden Abstand belegt, jetzt ist das überschaubar. Okay. Das haben wir im Blick, beziehungsweise Michael zum Blick. Jörn, also jetzt muss ich mal ganz vorsichtig, ich meine, ich kenne ja nun den Robin wirklich gut und lange. Ich könnte mir vorstellen, dass der hier eigentlich ein paar vernünftige Zeiten raushaut. Ist die Runde, die jetzt gezeitet wurde, war das die Runde aus der Box, die letzte? Gute Frage. Also ich weiß nicht, wie viel der Runde jetzt ist. Also 9,53, 9,28.
Ja, das wird die Pit-Out gewesen sein, ja. Ja, das kann gar nicht anders sein, weil das ist auch die erste, die für den Robin gezählt wurde. Und da ist es natürlich schlecht möglich, dass das auch gleichzeitig die beste Runde des Teams gewesen sein soll. Nein, also das wollen wir mal nicht hoffen. Nee, da lag ich ja, Jörn, an, weiß ich glaube nicht. Also ich, so wie es ja momentan seid, definitiv auf Podestkurs und andere Teams hin oder her. Es gehört halt auch dazu, das Rennen zu Ende zu fahren und ohne Probleme hier durchzukommen. Von daher richtig. Ist das nicht wirklich ein Makel, wenn man dann aufs Podest fährt, nur weil ein anderes Team Pech gehabt hat. Ja, da drücken wir euch mal ganz doll die Daumen. Also mich freut es sehr, euch hier zu sehen. Freut uns auch. Also wie gesagt, wir wollten eigentlich schon eher an den Start, aber es war mir selber, weil ich dato eigentlich alleine war. Das mit Robin war eine glückliche Fügung. Und von dem her fiel es mir dann auch leichter zu sagen, jo, jetzt gehen wir wirklich an den Start, will ich jetzt wissen. Ja. Und ich bin sowieso ein Nordschleifen-Freak, was das betrifft. Und ich hatte eben schon erwähnt, im Qualifying, da war ich eigentlich sogar ein bisschen down, weil ich dachte, okay, weit unter den Erwartungen. Aber wie gesagt, im Rennen sieht es meistens eh immer anders aus und jetzt sind wir höchst zufrieden. Ich war tierisch erschrocken, wo ich dann aus dem Wagen ausstieg. Ich guckte, ist das weiter? Nee, das wird falsch. Kann nicht sein. War ganz witzig. Wir sind jetzt frohen Mutes, gucken, was geht. Ja. Und ja, mit Robin, er hat auch selbe Probleme, die gleichen Probleme wie ich. Und mal schauen. Ja, werden wir mal schauen. Ich drücke euch die Daumen. Danke. Ganz besonders euch. Und ja, und dann hoffen wir mal, ja doch, das kann man ruhig mal so sagen. Und dann, ja, denke ich mal, hören wir uns heute nochmal, ne? Jo. Also gib mal Gas. Werde ich auch sprechen. Ja. Okay. Alles klar, dann euch noch viel vielen Spaß. Vielen Dank, Jörn. Gerne, den Zuschauern ja. Auch noch viel Spaß und dann hoffe ich mal bis nachher. Ja. Ja, bis nachher. Also. Alles klar, bis dann, ciao. Ciao. So, während wir hier, uns mit Jörn ein bisschen unterhalten haben und dieses absolute Top-Duell hier verfolgen dürfen, gibt es zwei weniger gute Nachrichten. Und zwar zum einmal der Frank Schmidt. Er musste aufgeben, er musste das Fahrzeug abstellen. Allerdings ist der Grund nicht richtig ersichtlich, weil das Fahrzeug nämlich immer noch einen Ping hat, einen relativ normalen Ping. Also ein einfacher Disconnect kann es nicht gewesen sein. Zumindest würde das mir als Erklärung nicht ausreichen. Ja, hat denn der Frank irgendwas gesagt? Weil für mich sah das so aus, als ob er... Nein, also selbst die Rennleitung ist da noch am Nachforschen, was da jetzt eigentlich genau ja, los ist. Es sah so aus, als ob sie seinen R-Faktor minimiert hat, weil sein Peak war zwischenzeitlich sehr, sehr hoch und das passiert ja dann immer dann, wenn man R-Faktor minimiert. Ja, also, aber wie gesagt, er hat irgendwie geschafft, hat es auf Escape zu drücken und der Ping ist immer noch da. Also muss er ja irgendwie auch wieder ins Spiel gelangt sein, unter irgendwelchen Umständen. Ja, und das Zweite, was während hier der No Limit jetzt richtig Druck macht, die zweite Hiobsbotschaft ist, dass die Fans von Old Man Racing werden jetzt relativ enttäuscht sein, und zwar ist der Eric Payet wieder mal bei einem Fahrerwechsel gescheitert. Der Michael Mayer konnte leider das Auto nicht übernehmen und er schreibt es mir gerade selber. 180 Runden voll für den Arsch an Training und das ist jetzt das dritte Rennen in Folge, dass die Jungs ein Problem haben mit dem Fahrerwechsel. Also ich denke mal, da läuft nicht alles so, wie das eigentlich soll. Und deswegen habe ich den Jungs jetzt auch angeboten, dass wir uns nach dem Rennen mal zusammensetzen, weil es kann nicht sein, dass man dreimal hintereinander wegen Fahrerwechsel ausfällt. Ja. Ja. Da muss man mal helfen, unter die Arme greifen. Ja, genau. Gut, aber wie gesagt, die Rennleitung ist da dran und mal gucken, was wir über den Frank so zu sagen haben. Ja, also bei Frank Schmidt ist es natürlich schon so, dass der ja mit einem sensationell guten Quali-Ergebnis hier ins Rennen gegangen ist, hat auch bisher ein gutes Rennen gefahren. Ja. Und die Geschichte jetzt eben, klar, wenn er Faktor sich minimiert, dann sitzt er natürlich noch im Auto. Mhm. Und der Ping geht hoch. Und es ist ja nun mal so bei den Mods und vor allem auch bei dieser Strecke, dass man dann er Faktor nicht wieder maximiert bekommt. So ist es. Und ja, da muss man halt ein bisschen schauen. Ich weiß es nicht, also ich vermute, dass das so passiert ist. Weil es gibt keine wirklich gute Erklärung dafür. Vom Server gewesen kann runter gewesen sein kann er nicht. Oh, nein. Weil
Was? Marcel Penskova. Ach, du kriegst die Tür hier. Wieder keine Banner. Ach, Manno. Ja, sieht auch wieder nach Disconnect. Ja. Das sah stark nach Verbindungsabbruch aus. Leider Marcel Penskova jetzt auch ausgefallen. Der Führende der Klasse 4. Drittes Rennen in Folge. So, hier sehen wir einen Fahren. Jetzt Ausfall. Ja, als Führender der Klasse 4 jetzt hier disconnected. So, jo, jetzt. Das ist ein klassischer Disconnect. Ja, oh Mann. Oh ja, Mann, der wird begeistert sein. Ja, hundertprozentig. Das wird ganz lustig nachher. So, und wir sehen, Trace Motorsport übernimmt damit die Führung. Direkt im Schlepptau Danny Weller, der seinerseits definitiv was dagegen haben wird. Trace Motorsport als ja, Frischling, sage ich mal. Man könnte jetzt hier ein Wortspiel anführen. Naja, machen wir nicht. ja, hier einfach das Feld zu überlassen. Er wird alles daran setzen, heute die Klasse zu gewinnen, weil es ja auch schon das letzte Mal für ihn punktlos ausging. Zeigt sich hier schon mal im Rückspiegel, aber ich denke hier bei den beiden, die hatten ja vorhin schon das Vergnügen, zumindest beide Teams. Und dass es hier glimpflich abgeht und ein schöner Fight wird. Das wird's definitiv, weil ich gehe mal davon aus, dass es beide sehr gut können. Und denke mal nicht, dass es dem Danny gelingen wird, hier ohne kaum. Oh, ich glaube, da war ein Bremslicht zu sehen bei Robin Frischkopf. So. Und jetzt haben wir einen Zustand erreicht, den hatten wir in dieser Saison noch lange nicht. Ja. Wir haben einmal das Duell Langen-Müller, KPR gegen No Limit. Wir haben hier das Duell Weller gegen, also Motorsport for All gegen Motorsport for All gegen Trace Motorsport. Und jetzt mal ein Hinweis in eigener Sache. Liebe Fahrer, wenn ihr gerade aus dem Fahrzeug aussteigt und anderen Fahrern euer Fahrzeug übergebt, als erste Handlung vollzieht, dass ihr einen Stream anmacht und feststellt, dass er hakt, wir wissen es bereits. Ich denke, er läuft jetzt. Ja, weiß ich nicht. Ja. Jeder Fahrerwechsel, den man hier anspricht, kommt der Fahrer zwei Minuten später, pinkt mich an. Da, übrigens, der Stream hakt. Ja. So, und während hier Danny Weller ganz klar die Karten auf den Tisch legt und sagt, Freund, ohne mich, gibt No Limit noch lange nicht auf, den Kameraden Langen im KPR-Team zu jagen. So, mal gucken, ach, der Herr Strohmeier, gab es jetzt wieder mal einen Fahrerwechsel? Na, der Herr Strohmeier sagt zum Beispiel, Stream läuft super. Also, wisst ihr was, Leute? Also, schreibt mir der Andreas Schröder auch. Also, wenn bei euch irgendetwas hakt, dann erkundigt euch doch erstmal bei den anderen. Also, es gibt tatsächlich durchaus die Möglichkeit, dass der Stream ruckelt bei einigen. Das ist auch nichts Schlimmes, wenn das bei euch ruckelt. Geht einfach mal mit der Bitrate runter. Ihr habt, wenn ihr mit der Maus überfahrt, werden euch verschiedene Bitraten angeboten. Geht mal eine Tiefe, ob es dann immer noch ruckelt. Und wenn es da immer noch ruckelt, dann könnt ihr schreiben. Ja, ansonsten hat das einfach mit der Rechenleistung oder mit der Bandbreite zu tun. Auch wenn die Bandbreite heutzutage eigentlich kein Problem mehr sein sollte. Ach du, da machst du dir mal keine falsche Illusion. gut. Also, die Rechenleistung, also ich habe hier sogar ein HP Notebook Workstation, also so also wirklich eine Workstation als Notebook. Selbst bei mir, ich kann HD-Videos nicht ruckelfrei gucken. Also das ist schon wirklich Prozessorfressen. Und guckt mal einfach, ob das so ist. Gesagt, also da jetzt einige schreiben, es läuft ruckelfrei, gehe ich mal davon aus, dass dem auch so ist.
So. Ja, wie gesagt, wir werden nicht fertig mit Duellen auf der Strecke. Das soll wir auch sehen so hier bleiben. Den, ja, genau. Wir sehen hier den Steve Grumpelt. Ich sage immer Grumpelt, ne? Der Grumpelt. Heißt Grumpelt. Genau, Grumpelt. Nicht Grumpelt und nicht Grumpelt und sonst Grumpelt. Irgendwas. Der Steve Grumpelt übernommen vom Felix Heinen im Green Flashes. Mercedes SLS wird jetzt gejagt vom Lars Kober. Steve Grumpelt im Mercedes. Yes. Ja. Also, der Steve aus dem Green Flashes SLS wird gejagt durch den Lars Kober. VMR, Entschuldigung. Wahnsinn. Also hier geht's nicht nur um irgendeine Position, sondern um Position in der Klasse 1, beziehungsweise um die Gesamtposition. Oh. Der Steve und der Steve auf Rang 2, der Lars auf Rang 3. Also das ist noch relativ eng, das Duell. Und jetzt geht es langsam Richtung Rennende und da spitzen sich natürlich die Sachen zu. Und uns erreicht auch die nächste Hiobsbotschaft. Thomas Parre hat das Fahrzeug übernommen vom Herrn Osenberg, GT1.de. Der Thomas ist ausgeschieden aufgrund eines Motorschadens. Leider, leider, für das GT1.de Team dieses Mal keine Punkte, während man das letzte Mal noch auf, oder beim letzten Rennen, noch auf Rang 3 gelandet ist, wird es heute wohl eine Nullnummer und der erste Streicher werden. Und während sich hier die Sache in etwas entspannt zwischen No Limit und KPR, wird es bei Green Flashes und Virtual Motion Racing immer enger. Der Lars Kober, Virtual Motion Racing, hat jetzt doch sehr, sehr deutlich aufgeholt. Hat es natürlich nicht vergessen, was letzte Woche war, als Green Flashes den zweiten Platz von VMR geerbt hat und will den jetzt natürlich wieder zurückhaben. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als es genau jetzt hier auf der Strecke auszutragen. Ja, und genau passend dazu fährt Kevin Maßmann noch eine schnellste Rennrunde, 25 Minuten vor Schluss. Ja, das kann man mal machen, ja. Mit 8:24.568. Mhm. So ohne Druck auf der Nordschleife, da muss man Eier haben. Ja. Das ist so der Moment, wo... Nein. Das ist aber auch bitter. Da ist er auch weggerutscht auf dem Körper. Ja. Und zack hat er sich wieder die Front weggefahren. Und das sieht... Oh nein, der muss in die Box. Da ist der Reifen im Arsch. Da ist das Mitter im Arsch. Das war keine gute Aktion. Kann man das im Replay noch irgendwie laufen lassen? Ja, das können wir uns angucken. Jetzt sehen wir es nochmal. Wir gucken mal hier in die... Und da kommt er hier, übertreibt das also hier ein bisschen früh auf dem Gas. Da ist er definitiv. Und dann, und dann schlägt er hier ein und da geht er. Wir sehen ja auch, dass der Splitter ab ist. Ja. Also nicht nur die da unten, dieser Bumerang da, das ist der Splitter. Ja, das Traurige ist aber, dass Steve das nicht gemerkt hat. Ja, und jetzt Steve fährt weiter.
wird jetzt definitiv noch den Platz abgeben an Benno Höft, der von hinten Druck macht. Der kann definitiv jetzt nochmal in die Box fahren. Vom das kann er definitiv, aus. Ja. Das ist richtig. Ja. Das ist korrekt. Ich hoffe, das wird er tun. Ach, Jungs. Dann hat er nur diese Grand Prix-Runde verschenkt. Wenn er die ganze Nordschleife ohne Splitter fährt, verschenkt er definitiv mehr Zeit. Ja. Ah, das ist jetzt schon wieder ärgerlich, ja. Auch aus persönlicher Sicht. Ich muss ja mit den Jungs nochmal 24 Stunden Spa fahren. ich überlege mir das gerade, ob ich das mache. Nein, Spaß beiseite. Er fightet hier auch noch wie ein Mann. Nee, ja, doch nicht. Er lässt ihn durch. Lässt die Tür offen. Ja. Ja, jetzt hoffen wir, dass er. Nein, er macht's nicht. Er biegt ab. Ja. Auf der anderen Seite, es sind noch, ja, wenn er Pech hat, 3 Runden. Na gut, er würde sich jetzt ans Bein schmieren, circa ja, fast 4 Minuten, wenn er jetzt in die Box geht. Ja. Na, ja, das ist natürlich, ja gut, stimmt, hier die Boxenstopps dauern ja ziemlich lange. Das ist auch wegen der Reparatur dauert, würde das so lange dauern. Ja, 3 Minuten 15, 3 Minuten 30, irgend sowas in der Richtung wird er sich ans Bein schmieren mit An- und Abfahrt. Das ist jetzt natürlich die Frage, er hat jetzt eine Minute, ja gut anderthalb Minuten Vorsprung noch auf den Patrick Muller und auf den Joris Schepwart, es sind fast 2 Minuten. Ob er das jetzt über die Zeit kriegt, wäre natürlich jetzt sinnvoller als... Sagen wir mal so, wenn er anderthalb Minuten hinter denen aus der Box kommt, holt er die ganz sicher nicht wieder auf. So ist es definitiv, also, ja. Von daher ist es vielleicht gar keine so dumme Idee, dass wenn das Auto noch einigermaßen fahrbar ist, und es sieht ja noch recht flott aus, was er hier fährt, ich kann das gar nicht so wirklich glauben, weil der Splitter ist ab. Zu was ist das Ding überhaupt dran, wenn es keinen Einfluss hat? Oder ist der noch dran? Nein, der ist nicht mehr dran. Der ist definitiv nicht mehr dran. Man sieht es auch bei... Ich habe nichts gemacht. Der ist definitiv nicht mehr dran, der Splitter. Ich habe das gesehen. Das sieht ganz anders aus, wenn der dran ist. Naja, dachte ich eigentlich auch. Bloß bei unserer Bildqualität hier, da ist es immer manchmal fraglich, ob man es wirklich richtig erkennt. Ja, ich habe ja noch das andere Ding hier mitlaufen. Achso, du hast ja noch deinen R-Faktor, ja. Genau. Und wie gesagt, also man sieht es auch ganz deutlich in den Kurven, wie das untersteuert und wie er eigentlich gar keinen Kurveneingang trifft. Deswegen ist das nahe. So, gucken wir nochmal hin zum Benno. Quatsch. Und zu Benno Kumpelt. Nein, den hatte ich nur gerade die Zeile drüber gelesen und logischerweise. Aber wenn du mal guckst, er hat gerade mal anderthalb Sekunden Rückstand auf dem Benno Höfer. Ja, auf der Schleife scheint er nicht allzu viel zu verlieren. Ne? Ja, dann macht es natürlich Sinn, so weiterzufahren. Dass er jetzt hier schlecht einlenkt oder Untersteuern bekommt in den Kurven, das sieht nicht so aus. Ich bin schwer beeindruckt. Na. Ja. Ja, gut. Na, er tut schon. Sicherlich. Irgendwas tut's. Ja. Ein bisschen Aua macht es. So, und jetzt haben wir natürlich... Ja, ist noch nichts passiert für alle Fans des gepflegten Historien-Cups. Ja, der Jörg Langen ist immer noch führender in der RFL N3, überrundet gerade den Drace Motorsport BMW, der gar nicht so weit Abstand hat zum MS4 All BMW. Dahinter ist immer noch der Michael Müller unterwegs. Den hat er da hinten im Schlittau. Oh, das ist dann schon der dritte im Bunde. Der Klasse 4. Das ist nämlich der Peter Neundorf vom Just for Fun Team. Ja, wir haben also hier. Ja, was ist circa. Denn mit dem Thomas Entschuldigung, wenn ich unterbreche, was ist denn mit dem Thomas Pache passiert? Ja, habe ich vorhin angesprochen, Motorschaden. Okay. Ja, ganz dumme Sache. Ja. Der hatte das Fahrzeug übernommen, ist circa eine Runde weit gekommen.
ein oder zwei Runden weit gekommen und dann hat es ihn leider dahin gerafft, den Motor. Ich denke mal, das wird eine ähnliche Sache gewesen sein wie mit den No Limit Jungs. Jetzt schalten wir doch einfach mal auf den Danny Weller. Und da sehen wir den Danny. Und dann sehen wir den Trace Motorsport BMW. Und da kommt dann schon der Just for Fun BMW. Also auch die geben sich bis zum Schluss, jetzt haben wir noch 20 Minuten, eigentlich ziemlich dreckig. Und das finde ich eigentlich richtig toll. Ja. Ja, die ersten drei der Klasse 4, also noch so eng zusammen. Ja. Und was haben wir da? Der Günther Wirges hat heute arg zu kämpfen in seinem MRS Virtual Racing Mercedes. Da können wir auch mal hinschalten, weil er gar so selten im Bild war. Ja. Gesamtrang 21. Das Auto sieht eigentlich noch genauso aus wie zu Beginn. Nur irgendwie scheint man hier derartige Performance-Probleme zu haben. Dass man sich, ja, naja, hinten momentan auf den letzten Platz. Aber schon ein bisschen demoliert und die Seite auch, ja, ne? Ja. Aber es ist zumindest noch nichts ab. Nee, das ist richtig, ne? Ja. Nix ab, genau. Apropos ab. Ja. Ich muss da jetzt einfach in die Bunde reinbohren. Frag nicht warum oder wieso und weshalb, mhm, ja? Lass es einfach über dich ergehen, so wie jeder andere auch. Mhm. Das Fahrzeug wollte ich doch mal zeigen, wie es aussehen kann. Ja, im letzten Rennen hatten wir da ganz andere Bilder. Und heute erkennt man sogar, welches Fahrzeug das ist. Auch hier ist Training alles. Ja. Mal wieder gerade gar nichts mitbekommen, weil wieder hier alles ausgesetzt hat. Aber gut, das Fahrzeug sieht trotzdem schön aus. Ja, sehr schön. Ja, jetzt gucken wir mal, ob unser Meister grumpelt, es für notwendig erachtet, in die Box zu kommen. Nein, also das jetzt glaube ich, also jetzt auf gar keinen Fall mehr. Das sind ja das glaube ich im schlimmsten Fall noch zwei Runden. Ja, also und so viel je nachdem, wann Zeit der erste über Start und Ziel fährt, aber ganz ehrlich. Nein, so viel Zeit hat er auch gar nicht verloren jetzt auf der Runde. Also wen haben wir von circa 2 Minuten gesprochen? Jetzt reden wir von letzter Zwischenzeit 58 Sekunden. Ja. Schwachsinn, was haben wir gesagt? Ja. 1,5 Minuten haben wir gesprochen. Jetzt reden wir von einem Vorsprung von 1:28 so rum. Jetzt wird ein Schuh draus. Ja. Also. Das wäre Käse, ja, wenn er jetzt hier in die Box käme. Ja. Ja, ja. Er fährt auch weiter. Ja. Tja. Was machen wir? Jetzt haben wir hier nochmal den Jörg Langen. Ja, so wahnsinnig viel gibt es momentan nicht. Ich sehe den Robin Frischkopf auf 1 Sekunde am Danny Weller dran. Wenn das hier stimmt. Das ja, ist die Position ja, 18. Der Mann hat doch da. Oh, jetzt wird's lustig. Aha. So, wir haben da nämlich nicht nur den Robin Frischkopf und den Danny Weller, sondern auch, wie gesagt, schon angedroht den Peter Neuendorf von Just for Fun Virtual Racers. Und das wird mal ein spannendes Finish. Also, jetzt haben wir hier noch 15 Minuten auf der Uhr. Ja, und die drei kämpfen hier um den Klassensieg. Ja, beziehungsweise um das gesamte Podium fährt hier. Ja, so wie ich den Robin kenne, war der noch nie auf der Nordschleife und brauchte jetzt einfach mal eine Runde Training, um schnell zu sein. Mhm, weil das ist genau so ein Typ, tatsächlich. Ich verstehe, ja. Und ja, ich kann mich an Rennen erinnern, die er gewonnen hat mit 100 Kilo Zusatzgewicht. Also von daher, ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, weil er war 5 Sekunden zurück hinter dem Danny. Ich denke mal, dass der Danny einen Fehler gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz sind die drei hier richtig schön eng beieinander und das ist ja mal wirklich ein Brüller auf der Nordschleife. Ja. Dass man das Führungstrio hier so ein wunderschön beieinander hat. Und jetzt kommen da auch noch Überrundungen dazu. Ja, so muss das. Ja. Nur dann ist Nordschleife schön.
So. Ja. Das Team Cantina Band 1, momentan pilotiert durch Michael Feier, kommt hier eigentlich ganz gut durch. Ist jetzt an allen dreien ziemlich zügig vorbeigekommen. Ja. Und ja, das Duell ist immer noch spannend. Das sieht es hier im Rückspiegel und vorne raus, also das sind alle in Schlagdistanz. Und da ist der. Da ist das letzte Kind noch nicht im Brunnen gefallen, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm. Ja. Und jetzt ist der Peter Neuendorf richtig die Ja, aber jetzt wird's hier ganz lustig. Ja, und der Robin muss sich jetzt ein bisschen mehr nach hinten orientieren als nach vorne. Ich gehe schon davon aus, dass der Danny hier deutlich mehr Erfahrung hat und hier auf der Nordschleife auf alle Fälle der schnellere Fahrer ist. Und ich bekomme gerade die Info vom Jörn Dette, dem Teamchef vom Robin Frischkopf, dass er ja, schon gar nicht mehr weiß, was er jetzt als nächstes abkauen soll. Ja. Er ist also mit den Nerven völlig am Ende, ja, das guckt hier den Stream und ist ja, und zittert. Oh, GT1.de, Unfall mit BMW am Flugplatz. Das haben wir natürlich jetzt nicht gesehen. Ja, das ist durchaus. Das hat der Dirk mir geschrieben, der Dirk Ossenberg mir geschrieben um 22.05 Uhr. Das ist ungefähr 14 Minuten her. Oh, tut mir leid, habe ich nicht mitbekommen. Ich würde euch bitten, da ich hier mit dem Android-Gerät im Teamspeak bin, dass ihr diese Nachrichten an den Micha schreibt. Der kriegt das. Na genau, und der hat nämlich noch keine gekriegt heute. Genau, der ist eh total deprimiert, dass der nicht mal von seiner eigenen Rennleitung Informationen kriegt. Genau. Also seid mal so gut, schreibt dem Micha mal ein paar aufmunternde Worte und dann ist er auch wieder versöhnt mit der Welt und sich. Und genau, ja. Ja, das Leben ist dann doch ein Ponyhof. Also. Ja, na klar, logisch. Ja. So, was ist denn jetzt hier passiert? Ach, bin ich wieder intelligent heute. Ja, bis jetzt noch gar nichts passiert. Die fahren noch nach wie vor genauso, wie sie eben in der Reihenfolge waren. Auf alle Fälle haben wir hier ein schönes Finish. Wir müssen jetzt einfach mal kurz schauen. Ich habe nämlich den Trackviewer aus Performance-Gründen zugemacht. Mhm. Wo der Führende fährt. Der Gesamtführende. Ja, der fährt auch irgendwo auf der Strecke. Ja, das dachte ich mir. Ja, weil wir haben noch 11 Minuten. Ja, ich habe das im Blick. Hoffe ich mal, dass ich es diesmal wirklich im Blick habe. So, und ja. Zum Glück kriege ich hier jetzt gar keine Nachrichten. Ja. Wir werden auf alle Fälle diese und noch eine Runde sehen. So viel können wir schon sagen. Ja. So, ich bin hier fleißig auf der Suche nach noch eventuellen interessanten Dingen. Wobei das hier da doch sehr schon ziemlich interessant ist. Was ich mal jetzt hier kurz per Radio kundtun kann, ist, dass Steve Grumpelt es überhaupt nicht mal im Ansatz einsieht, jetzt ein bisschen zurückzustecken. Die Messe ist hier noch nicht gelesen, was den Benno Höft von das Handwerk angeht. Die beiden fahren in einem Abstand von ja, circa 1,x Sekunden hintereinander her. Der Steve konnte jetzt sogar wieder ein bisschen besser ein bisschen aufholen, hat sich anscheinend an die Fahrt ohne Splitter gewöhnt. Das Team überlegt auch schon, ob sie das nächste Mal nicht gleich am Anfang ohne fahren. Ja. Also. Ja, spart Gewicht und gibt mehr Topspeed, ja. Ja. Also er kommt auf jeden Fall ein bisschen näher ran, liegt aber auch daran, dass der Benno offensichtlich auch ein kleines Problem hat. Er hatte jetzt über so geschätzte 100 Meter ein stehendes Rad. Fährt auch ohne Splitter. Nee, fährt mit, aber sieht doch recht abenteuerlich aus.
ist vielleicht da auch ein bisschen unter Druck vom Steve. Gut. Ja. Chor, ja, dann scheint lass uns da mal gucken. Die fahren hier nämlich so brav hintereinander her. Achso. Naja. Und dann gehen wir mal ganz kurz gucken, wie der Abstand hier auch visuell ist. Da sehen wir, ja, das ist dann schon mal doch verdammt eng dran. Und erzählt mir hier einer nicht, dass der untersteuern hätte. Also, sorry, das ist mir ein bisschen schleierhaft, was hier passiert. Guckt euch das an. Also, na, ich denke mal, der Mann, der Steve hat einen feinen Gasfuß. Ja, ich weiß das. Sorry, ich denke, hier wird über die Hinterachse gelenkt. Ja, ja, gut. Ich würde mal meinen, der geht auf der Döttinger Höhe dann fast vorbei. Also wenn der jetzt noch im kleinen Karussell... Ach, hier das wird doch spannend durch, oder? Sein zu oben. Nee, die fahren jetzt gerade drauf. Wenn er sich jetzt nicht dreht, genau. Ist alles gut. Genau. Die sind da... Ja, das war eben das kleine... Die sind schon auf der Döttinger. Genau. Und, ja, jetzt fahren sie da vorne, fährt da vorne der Benno schon Schlangenlinie, weil er Schiss hat, dass er ihm Windschatten gibt. Aber das wird jetzt hier definitiv nicht reichen. Ja, wir freuen uns auch, dich zu sehen. Toll. Ja, Benno weiß aber immer, wann er im Stream ist, ja? Ja, ja. Irgendjemand scheint ihm das zu sagen. Da passt das Team auf. Mhm, genau. Soll ihm mal einer sagen, wie man hier ein Fahrzeug ohne Splitter hinter sich hält? So, jetzt wird's spannend hier, anbremsen. Ja. Nee, also sorry, da ist... Das kann mir keiner erzählen, dass der Splitter da irgendwie Auswirkungen hat. Also entweder ist das Ding noch dran, ist irgendwie nur vorhin aus Freundlichkeit so visuell mit abgefallen. Und also ich würde ja sagen, wir fragen dann jemanden, dran. Der das gemacht hat. Der ja, damit gefahren ist. Ja. Guck dir das an, er greift hier an, also... Da hat sich's dann aber leider auch erledigt. Das war dann zu viel gewollt. Ja, denn ist ja mindestens noch eine Runde Zeit. Ach, Steve. Gut, dann gehen wir wieder hier zu unseren Truppenteilen in die dritte Klasse. In die vierte Klasse. In die vierte, Entschuldigung. Ja. Ja, gut. Also, ich möchte nicht sagen, dass No Limit aufgegeben hat, weil dazu ist es noch zu früh, aber sie halten sich weiterhin zurück, was Angriffe auf KPR angeht. Vielleicht sind da ja insgeheim irgendwelche Gelder geflossen. Man weiß es nicht. Ja. Nein. Ja, aber der Robin hält den Peter Neuendorf nach wie vor hinter sich, wie auch immer das hier geht. Mein gut, wir wissen, alle überholen bei drei einigermaßen gleich starken Fahrern, auch noch im gleichen Fahrzeug, ist sehr, sehr schwer hier. Ja. Und wie ich halt in der letzten Runde kam es mir so vor, als ob der Robin Frischkopf relativ guten Topspeed hat, also weniger Abtrieb fährt, weil da hatte der Peter keine Chance. Und ja, wir werden sehen. So, ich klicke mich hier mal ganz kurz durchs Feld. Ja, klar. Damit wir auch nichts verpassen. Nee, ich mache das hier auf meinem Amateur-Fuß. Ach so. Wir können draufbleiben. Damit wir auch ja nichts verpassen, was hier eventuelle Zweikämpfer angeht. Und momentan ist es definitiv, da wird das jetzt jeder bestätigen können, hier das Spannendste nach beinahe 2 Stunden. Ein derartiges Duell um den Klassensieg. Respekt, Jungs. Ja, das ist cool. Tatsächlich. Das ist auch definitiv das Spannendste, was es momentan hier gibt. Was macht der Markus da? Gut, der Günther Wirges hat wenigstens noch irgendwie, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, er war vorhin noch Vorletzter in der Gesamtwertung. Er ist irgendwie an dem Thomas Kühn vorbeigekommen und fährt auch momentan deutlich bessere Zeiten als der. Hm? Also von daher hoffen wir mal,
dass das für ihn dann auch noch gut ausgeht. Ja. Weil damit wäre er dann Vierter in der Klasse. Genau. Ja, und hier sehen wir ein wunderbares Beispiel dafür, dass die Abstandsvorschriften auf deutschen Autobahnen völlig für den Arsch sind. Die drei fahren hier ja unter Missachtung jeglicher Regelungen seit Runden hier brav hintereinander her. Das ist schon schön mit anzusehen. Ja, brav würde ich das nicht nennen, aber ja. Doch, das ist brav. Also der Abstand, diese 5/10, die das so Pi mal Daumen sind zwischen den Autos. Das ist Hochleistung. Ja. Von den Jungs, was sie da, also in dem Abstand hinten auf der Nordschleife hinterher zu fahren, in der Geschwindigkeit, das ist Hochleistung. Ja. Definitiv. Wir können den Danny jetzt mal ein bisschen ärgern, indem wir sagen, der Danny hält das ganze Feld auf hier. Das vermute ich schon seit längerem. Nein, ich. Tut mich wieder. Nein. Definitiv, also das ist ein Fahren auf ganz hohem Niveau. Und was mich freut, ist wirklich, dass auch die Jungs von Just for Fun nochmal richtig was gefunden haben, um da mitzumischen. So, und dem Robin. Der Robin hat scheinbar jetzt die nötige Streckenkenntnis, denn er versucht jetzt hier teilweise sogar anzugreifen. Oh, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Oh nein. Es wird wohl, vermute ich jetzt aber auch mal. Nee, wenn's die Jungs jetzt clever anstellen, ja, die fahren noch eine Runde. Mhm. Müller, Langen sind jetzt in ihre letzte Runde gegangen. Der Kevin befindet sich. Hier. Ja, Pflanzgarten irgendwo da in der Gegend. Ah ja, jetzt haben wir es hier noch im Bild. Ja. Also auch Robin und Konsorten werden da nochmal eine Runde dranhängen können. Ja. Der Kevin Maas, wir haben hier im Ausnahmsweise, zeigen wir mal kurz den Führenden. Ja. Ist ja auch arschlangweilig, also. Ja. Der ist wieder sehr kontrolliert, sehr gut gefahren, hat es am Anfang ein bisschen spannend gemacht, war da auch verdient, ein bisschen im Stream zusammen mit den Green Flashes, dem Felix Heinen. Ja, aber als er dann wieder seine ganze Kraft rausgelassen hat, war er dann schon wieder uninteressant. Genau. Ja. Leute, jetzt macht mich nicht schwach. Stream-Mokels, lass mich raten. Ach. Das wird halt ganz einfach, knapp. Ja, das wird richtig enge. So, weil es ja eben. Wir bleiben mal jetzt bei dem Führenden. Ja. Oh ja, nö, okay. Das wird nicht enge, der wird noch eine Runde fahren, der Bursche. Ja, richtig. Also, du hast ungefähr eine Minute da oben von der Audi-Brücke bis zum Ziel und ja. Jetzt weiß ich nicht, was der Kevin macht. Der Kevin Vorsprung wird Gas hat er geben, hoffe ich doch. Ja, das hoffen wir alle. Jetzt weiß man natürlich nicht, wem es in die Karten spielt. Ja, wir sind doch auf dem Mars, Andreas. Die ganze Zeit schon. Was, wie? Ja, der Andreas schreibt mir gerade, Andreas Schröder schreibt mir, wir sollen mal auf den Kevin Mars schalten. Das tun wir ja. So, und in diesem Moment wird uns der allen kommt bewusst. Bei 25 Sekunden Restzeit nochmal über Start und Ziel. Das ist sehr, sehr mopsig, kenne ich. Das finde ich persönlich ganz toll. Das ist gut, ne? Ja. Dann hat nämlich auch Müller Langen nicht nur noch eine Runde, sondern auch nochmal zwei. Neuendorf Frischkopf findet sich jetzt. Die werden dann in der Zeit von Kevin überholt. Ja. Ja, wollen wir es jetzt gleich nochmal durchgehen, das Gesamtklassement? Ja, das ist aller Zügigkeit. Also, ich denke mal, wir haben ja noch zwei schöne Duelle. Also wenn du es ganz schnell machst, ansonsten, ne? Ja, dann. Ja, weiß ich nicht, ob ich das kann. Weiß ich nicht. Will ich das jetzt? Keine Ahnung.
Na, bis du dich entschieden ganz schnell. Hast. So, also, ja, dann ja. Ihr müsst jetzt alle ein bisschen mitdenken. So, wir fangen an in der Klasse 1. Platz 1, Kevin Maas. Platz 2 haben wir jetzt gerade über Start- und Ziellinie kommen. Lars Kober für Virtual Motion Racing. Platz 3 kommt jetzt der Benno Höft gleich auf die Start- und Zielgerade. Denkt er, das Rennen ist vorbei, dabei ist es noch gar nicht vorbei. Für das Handwerk. Platz 4 in der Klasse 1, der Steve Grumpelt. Für den gilt selbiges. Platz 5 in der Klasse 1, der Patrick Muller. Hat er sich doch noch ein bisschen vorgeschoben. Platz 6 in der Klasse 1 ist momentan der Joris Schäbwart. Und ich sehe gerade, dass der Steve Grumpelt auf Platz 3 vorgegangen ist und der Benno Höft nochmal in die Box muss. Und das ist jetzt genau das, was wir angesprochen haben. Unglaublich. Und hier geht es nämlich auch gerade hoch her. Das habe ich jetzt noch eben gesehen. Ja, da hat ganz kurz der Peter die Führung übernommen gehabt, hat sich am Drace vorbeigeschoben. Das war weniger spektakulär, oder was heißt weniger spektakulär, hat ihn halt überholt, ganz normal. Hat dann auch direkt den Danny angegriffen und ist jetzt leider. Oh nein! Und jetzt war's dann auch im Robin Frischkopf. Da gab's aber irgendwie eine Berührung. Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wir gucken uns das nochmal an. Er ist hier schon daneben, geht hier vorbei und kriegt hier einen Stupser. Kriegt hier einen Schlag, ja. Und dann war es das für den Robin leider. Er fährt wieder. Das war mit er dem modierten Auto. Hier und aber, ja, das da kann ist er gar nichts tun. Das war nicht Robins Schuld. Nein. Oh je, und irgendwie hat er sich jetzt da am Fahrzeug derartig was verbogen. Jetzt ist er noch mal voll in die Bande eingeschlagen. So, wir gehen wieder live. So, und ja. Peter Neuendorf ist da jetzt dran. Das Duell bleibt. Kurz im Hintergrund hat man es gesehen, wie groß der Abstand schon zum Robin ist. Der Robin muss jetzt auch langsam tun. Der hat definitiv irgendeinen Schaden, der ihn daran hindert, seine vollständige Performance auszureizen. Ja. Und der Benno Höft. Ja, und der Benno Höft musste tatsächlich nochmal in die Box und ist Opfer vom Kevin Maas geworden. Na, also bei aller Hoffnung, dass es noch eine Runde länger dauert, das habe ich nicht gewollt. Nein, genau. Sowas tut man nicht. Ja, und jetzt. Ja, vor allen Dingen ist er der Einzige leider. Der Joris fährt vorbei. Mittlerweile ist der Benno Höft auf Platz 7 in der Platz 6 in der Klasse 1. Sogar der Gustl Dobry geht noch vorbei. Oh je, da wird er. Oh, der wird Fluch. Ach, du ahnst es nicht. Der Andreas Schröder schreibt, ich sag dazu mal nichts. Wir haben uns verrechnet. Ja. Oh nein. Ja. So, jetzt kommt er raus. Auf Gesamtplatz 8. Ja, Platz 7 in der Klasse 1. Und nicht über die weiße Linie fahren. Junge, ja, das wär's jetzt noch. Ja. Ganz nee, toll. Hat er nicht. Okay, Kevin ist noch nicht beim Karussell, deswegen machen wir jetzt gerade weiter. Genau. Erstplatzierte in der Klasse 2 ist momentan der Jimmy Kahn, unterwegs für Just for Fun Virtual Racing. Und jetzt kommt's, meine Damen und Herren, der Cola Rebel Esports. Da müssen wir auch drauf drücken hier. Ford von Simon Hinze und Co. belegt momentan den 2. Rang in der RFL N2. Michael Faya für die Cantina Band auf Rang 3. Der Markus Seufzer für das Joseph Team auf Rang 4 der RFL N2. Ja, mehr sind eigentlich gar nicht mehr dabei aus der RFL N2. Mhm. Das war's schon. Ja, genau. Dann haben wir nämlich das Duell Langen gegen Müller, was auch schon das ganze Rennen wert. Die müssen noch eine Runde, wenn die über Start und Ziel kommen jetzt dann gleich.
Da können wir jetzt dann auch gleich mal drauf bleiben. Oh, Jörg! Wenn das nicht mal ein Schuss in den Ofen war. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass die Jungs das mitgeschnitten haben, dass noch nicht Ende ist. Ja, beide voll am Gas, müssen weitermachen. Ja. Gut. Jörg Lang gegen Michael Müller, da kommen wir später dann auf jeden Fall nochmal dazu. Wenn die zwei und sich... Und der Lang, na kommt ihr weit raus? Oh, haut hier die Tür zu, das gibt's ja gar nicht. Außenrum, das wird wohl hier nicht. Ich würde ja gerne weitermachen, aber irgendwie traue ich mich nicht. Lies doch einfach weiter vor. Ja, ich lies dann also, einfach weiter vor. Also Markus Gerzak ist momentan im Karussell unterwegs auf Platz 3 in der Klasse. 3. Der Thomas Meyer pilotiert gerade den Piranha Sim Racing BMW Platz 4 und der Daniel Mackhaus auf Platz 5. Beide so weit auseinander, dass sie sich unter normalen Umständen nicht mehr angreifen können. So, jetzt bin ich etwas sehr sprachlos. Ach du Scheiße. Was spielen sich hier für Dramen ab, meine Damen und Herren? Jetzt haben wir den Platz 17. Sehen Sie mal da, der Danny Weller. Und wer hängt ihm am Hinterrad? Kein geringerer als der Robin Frischkopf, genau. Und wer fehlt? Der Peter Neuendorf. Und der ist leider ausgeschieden mit einem Aufhängungsschaden. Das heißt, da muss es einen Crash gegeben haben, der definitiv ihn zum Aufgeben bewogen hat. Ja. So, das hier definitiv die letzte Runde für, wie gesagt, KPR und No Limits sehen wir dann noch. Die haben ihre Runde erst angefangen. Das hier die letzten Kurven vor der Döttinger Höhe für die beiden Herren. Deswegen müssen wir jetzt einfach hier bleiben. Genau. Und dann nur ganz kurz auf den Kevin gehen, weil das ist die Entscheidung wird später gefällt. Ja. Wo hab ich ihn? Scheiße. So, der Robin ist, glaube ich, ein Ticken zu weit weg hier. Mhm. Das wird nicht ganz reichen. Ist er leider. Ja. So. Das wird nicht reichen, um hier vernünftig Windschatten zu bekommen. Wir müssen definitiv jetzt auf den Kevin. Und wir gehen dann gleich nochmal auf den Robin. Ja, dann sagen wir wieder mal herzlichen Glückwunsch an Kevin Mann. Ja. Dirty Racing Association. Coole Sache. So, und dann sind wir auch schon wieder und bei jetzt den beiden Führenden der Klasse 3. Und jetzt wird's ganz Robin eng. Frischkopf versucht sie aus. Und jetzt wird's ganz, ganz eng. Oh. Und nein. Ja, wird definitiv. Was mache ich denn? Wird definitiv den Kampf verlieren. Oh, yeah. Der bleibt. Und der Danny wartet. Ja. Ich denke mal, das ist eine Geste, die ist nicht nur fair, sondern die ist auch angemessen. Problem. Ich glaube, Danny hat keinen Sprit mehr. Das hat nichts mit angemessen oder lieb zu tun oder was auch immer. Der Motor ist aus. Definitiv hat Danny keinen Sprit mehr. Robin Frischkopf gewinnt tatsächlich diesen Lauf, weil Danny Weller ausscheidet wegen Spritproblemen. Und jetzt wird das Ganze noch richtig lustig. Jetzt haben wir nämlich hier den Lars Kober gleich. Auch der schiebt ihn nicht an. Ja. Verübeln ist es ihm nicht. Ja, das ist jetzt hier. Erstmal weiß das ja keiner. Ja. Ja, ja gut, das wird er jetzt dann auch nicht gelten, glaube ich. Ist halt nur jetzt für jeden abenteuerlich, der jetzt hier gleich über die Linie fährt. Ja, So. Hast du Zugriff hier auf den Dings? Kommt ins Ziel. Steve Kumpel kommt ins Ziel, ganz genau. Ja. Auf Rang 3. Es ist bereits im Ziel der Markus Gerzak, der Thomas Meyer. Wie gesagt, schon der Robin Frischkopf. Der Günther Wirges ist im Ziel für MRS auf Rang 6 der Klasse 3. Daniel Mackhaus ist im Ziel, gerade drüber gefahren.
Nichtsdestotrotz bleiben wir jetzt mal bei den beiden Führenden hier der Klasse 3. Mhm. Da ist die Sache auch noch nicht gegessen. Ich würde behaupten, vom Gefühl her, dass der Jörg Lang das verwaltet kriegt, aber sicher sein kann man sich hier auf dieser Strecke ganz sicher nicht. Nee, definitiv nicht. So, ich mache dann einfach weiter hier mit dem Radio. Es hat sich jemand gefunden, nämlich der Thomas Kühn von GT1.de, der jetzt den Danny Weller über die Linie schiebt. Ja, ob das dann nachher so gewertet wird, darf bezweifelt werden. Core Motorsports hat es geschafft ins Ziel auf Rang 4. Jimmy Kahn für die Virtual Racers kommt jetzt auch über den Zielstrich. Damit der Klassensieg Just for Fun Virtual Racers für die RFLN 2. Ja, also bleibt uns eigentlich nur noch der Klassensieg von der RFLN 3. Der steht jetzt noch aus. Und der ist alles andere als klar. Der ist alles andere als langweilig oder klar, genau. So, auch Glückwunsch an Joris Schäbart und für das PC Motorsportteam ohne Einschlag oder zumindest mit ordentlich aussehendem Auto Platz 5 in der Klasse 1. Und der Gustl Dobri fährt jetzt ebenfalls über die Linie Rang 6, Klasse 1. Auch Benno Höft schafft es mit seinem Mercedes nochmal über die Linie. Leider nur noch der Platz 7. Hier hat er Opfer geworden des länger dauernden Rennzeit, verursacht durch Kevin Maas. Verursacht durch den Sieger. Ja, verursacht durch den Sieger, was für eine Sauerei. Ja. Aber der Lang ist eine so coole Sau. Der fuhr hier eben eine ganz stinknormale, sichere Linie, ohne irgendwelche Spirenzchen, nahm keinen Körb mit, ging voll auf Nummer sicher. Und der Michael Müller hinter ihm wirklich alles versucht hat und auch ganz dicht rangekommen ist, aber Lang wusste ganz genau, der kommt hier nirgendwo vorbei. Also wenn er es nicht mit der Brechstange versucht. Und der Herr Langen zieht das Ding hier durch und wusste wahrscheinlich auch, dass wenn der Michael Müller so weiterfährt, er kleine Fehler machen wird. Und jetzt sehen wir das Ergebnis, nämlich Jörg Lang hat gut 2,5 Sekunden oder etwas über 2 Sekunden Vorsprung. Und das wird reichen bis ins Ziel. Ja. Das ist wirklich hammerhart. Da merkt man wirklich die Erfahrung eines Jörg Lang, der hier seit Jahren kaum was anderes als Nordschleife fährt. Michael Müller ist mir genauso ein Begriff. Ich weiß, dass es ein super schneller, super guter Fahrer ist. Aber hier hat jetzt definitiv die Erfahrung gezeigt, was möglich ist. Oder was in dem Moment Simon Hinze über die Linie. Holt damit den 2. Platz und damit einen allerherzlichen Glückwunsch von mir an euch, Cola Rebel Esports. Ja. Ihr habt euch super durchgekämpft und habt aus wenig Erfahrung ein ganz, ganz tolles Ergebnis erzielt. 2. Platz für das Team, wie gesagt. Und jetzt sehen wir hier den Jörg Langen. Herzlichen Glückwunsch an Jörg Lang. Ja, und aber auch an den Michael Müller, der hier auch zusammen mit dem KWR und No Limit Team eine wirklich tolle Show geliefert hat. Und jetzt ebenfalls über die Linie der Michael Fayer. 4. wird in seiner Klasse. Der fährt noch eine Runde. Nee, der fährt noch eine Runde. Der ist gerade ins Ziel. Ja, der fährt jetzt noch eine Runde. So wie er das, fährt. Was du meinst, wie er fährt. Ja. Also wer auf jeden Fall. Der ist doch voll im Rennspeed. Ja, das ist der Mann, der die Zeichen oben nicht kennt, der sich auch disqualifizieren lässt. Und wenn da oben die Stationsflagge kommt, so eine komische schwarz-weiße Flagge da oben links, ich weiß, was ist denn das also, wieder? Muss ich jetzt nochmal in die Box? Falls ein Teamkollege zuhört, sagt ihm, es ist vorbei, holt ihn in die Box, es nützt nichts mehr.
und so. Ja, für Markus Seufzer, er hat es heute geschafft. Der wirklich das wieder absolut Letzte. Er wird jetzt als letzter Fahrer die Startziellinie überqueren und dann seinen verdienten Lohn abholen. Vierter Platz der Klasse 2, das ist kein schlechtes Ergebnis. Das ist aller Ehren wert. So. So, da, und jetzt fährt er als letzter hier über die Linie. Bitte was denn? Ja. Und somit haben wir eigentlich alle im Ziel. Ja. Ja. Und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir nach Hause. Dass sie, ja, entweder das oder ich weiß es nicht, gab es irgendwelche Ansagen bezüglich Interview? Ja, so wie immer, ne? Ja, ja, eigentlich schon. Ich werde mal tätig, ja? Ja, werde, sei mal tätig. Wir gehen mal hier auf unser Plakat. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Lutz. Einen wunderschönen guten Abend, dass du dich hertraust. Guten Abend. Hallihallo, herzlich Hallo. Willkommen hier. So, die Herrschaften tunen jetzt so langsam ein, sitzen hier auf ihren Campingstühlen, als wäre nichts gewesen, als hätten sie nicht gerade eben 2 Stunden Nordschleife im Hintern. Ja, wir werden mal warten, bis alle da sind. Der... Was sind wir denn hier eigentlich zu Hause? Ah, da sind wir. Da sind wir. So, jetzt sehe ich auch, wen wir hier überhaupt in der Kabine haben. Meine Herren, dritter Lauf der Langstreckenmeisterschaft Nürburgring, der R-Faktor Langstreckenmeisterschaft Nürburgring, kurz RFLN. 2 Stunden standen heute auf dem Programm und ich bin versucht zu sagen, und glaube, dass ich da nicht allzu sehr übertreibe, wenn ich sage, das war der bisher spannendste Lauf, auf alle Fälle. Ich würde jetzt aber trotzdem... Ach, der Micha ist wieder da, sehe ich. Ja. Das ist schön. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt eigentlich anfangen wollen. Ich denke mal, wir nehmen uns erstmal die Herrschaften Frischkopf. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wer ist denn da jetzt Zweiter geworden? Der Günther, oder? Günther? Und Thomas Kühn.
Ja, ich weiß es nicht so richtig. Ich habe hier den Günther Würges. Also, was meinst du denn jetzt? Also, wir haben in der Klasse 1 die Gewinner, wie immer, eigentlich auch schon wieder langweilig. Ich wollte eigentlich Kevin. Hinten anfangen. Du wolltest hinten anfangen. Dann haben wir als Gewinner hier den Jörn Dette und den Robin Frischkopf. Richtig, richtig. Aber die Position 2 und 3... Und den Danny Beller haben wir auch noch dabei. Position 2 und 3 habe ich jetzt nicht hier. Danny Beller haben wir aber noch. Der Mann, mit dem er ganz gut gefightet hat. Fangen wir mal dem Robin an. Robin, wenn ich dich jetzt einmal hier habe, ist jetzt wurscht. Das war ja nun wirklich, ich denke mal so die letzte halbe Stunde, vielleicht auch schon ein bisschen vorher, ein hammerharter Fight für dich. Eigentlich von dem Moment an, wo du das Cockpit übernommen hast, war hier die Hölle los bei dir. Erzähl mal ein bisschen. Ja, also das war, echt einerseits sicher super stressig, andererseits eines der besten Simrace-Rennen von den letzten Jahren, die ich selber jetzt gehabt habe. Und ja, was soll ich sagen, ich bin aus der Box, ich war sehr nervös, weil ich habe kaum trainiert und da kamen sie auch schon von hinten angeflogen, waren 10 Sekunden schneller pro Runde. Und dann hat mich der Danny mit einem Hammermanöver im Pflanzgarten überholt und dann habe ich mir so ein bisschen seine Linie abgeschaut. Plötzlich ist er wieder langsamer geworden und dann hatten wir den Dreikampf, das ging fast 2,5 Runden so, bis ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Und dann die letzte Runde war Chaos pur. Das kann man wohl so sagen, ja. Also, du warst in der, als kurz nachdem der Peter ein Problem hatte, warst du eigentlich am Danny schon vorbei. Hattest ja, dann genau. Den Abflug, da gab es, glaube ich, eine Berührung. Und dann warst du ja eigentlich schon ziemlich weit hinten. Und alles klar, Micha. Und eigentlich hast du dann vermutlich schon aufgegeben zu dem Zeitpunkt, oder? Nein, also ich habe, eben in Schwedenkreuz war ich kurz vorne, dann hat es gekracht und da war ich so frustriert, dass ich in der Fuchsröhre gleich nochmal die Leitplanke geküsst habe. Und dann sagt der Jan, ja, fahr es ruhig nach Hause und dann sehe ich der Danny, der kommt wieder immer näher. Zuerst dachte ich, er lässt mich vielleicht vorbei. Und dann habe ich es nochmal probiert, Ende der Geraden hat es nochmal gescheppert. Und zu meiner Überraschung stand der da und ich bin dankend in den Stil gefahren. Danny, ich muss dich jetzt mal hier, ich weiß es nicht hundertprozentig, ob das, was ich jetzt hier im Timing sehe, ob das so korrekt ist. Ich vermute es mal. Damit wärest du Vierter geworden. Danny, so ein Rennen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Meter waren das noch bis zur Startziel? Also vielleicht 300, 400 oder höchstens, oder? War es soweit? Ja, ich weiß es nicht. Also sehr weit war es jedenfalls nicht mehr. Erzähl mal ganz kurz die Gedanken, die dir... Ich meine, hast du gar nicht auf den Sprit geachtet oder warst du so im Zweikampf vertieft, dass du nicht versucht hast, noch ein bisschen zu sparen? Erzähl mal einfach. Na, erstmal... Von ganz Anfang, ne, komplett falsch wieder gepokert, falsches Setup drauf gemacht und ich wollte es unbedingt mal probieren, weil das in Quali besser geht. In Runde 5 dann einen heftigen Abflug gehabt, wo ich mir dann dachte, komm, fahr in eine Box und ende auf jeden Fall schon mal die Flügel. Das ging dann deutlich besser und irgendwann, so ab Runde 10 habe ich gesehen, dass es eigentlich mit dem Sprit nicht reicht. Das war mir dann schon klar. Da war ich aber überraschend wieder Erster gewesen, weil der Marcel ausgefallen ist. Da dachte ich mir, okay, komm, entweder macht's Peng und du bist raus oder bist Letzter oder es reicht. Musste dann wirklich die letzten drei Runden auf Sparflamme fahren. Ne? Also bin wirklich nur noch untertourig gefahren, viel im sechsten Gang, fünften Gang. Deswegen sind die Jungs auch wieder so schnell rangekommen. Ja. Auf der Schleife habe ich mich natürlich versucht, ein bisschen zu wehren, aber... Ja, mit dem Robin, tut mir leid, mit dem Treffer da noch, oder eher gesagt mit der Berührung. Außenrum in der Kurve kann es eigentlich nicht gehen, also nehme ich auf jeden Fall auf meine Kappe. Ja, ich sag noch, als du da stehen bliebst, ich sag noch, Mensch, der Danny wartet jetzt, das ist nicht nur angemessen, nicht nur fair, das ist auch angemessen. Zwei, drei Berührungen und dann sagt der Micha, nee, du, der bleibt stehen ohne Sprit. Ich sage, das kann gar nicht sein. Tatsächlich. Jetzt mal, Danny, wirklich, was ist in dem Moment, also ich meine, da muss man doch die ganze, auch wenn du wusstest, dass es knapp ist mit dem Sprit, aber so knapp stehen zu bleiben, das ist doch
extrem bitter, oder? Ja, ist natürlich ärgerlich, ne? Wenn du weißt, dass du die drei Runden wirklich schon auf Sparflamme fährst und du bist jede Runde nur noch am Rechnen, am Rechnen, am Rechnen und du brauchst normalerweise, weiß ich nicht, also ich brauche sonst so 11, 12, 13 Liter, dann verbrauche ich schon im Sparmodus so 10 Liter und nächste Runde versuchst du noch unter 10 zu kommen und ich glaube, letztendlich bin ich mal auf 9 gekommen. Ja, ist dann ärgerlich, ne, wenn das dann kurz vor Startziel dann passiert, aber wie gesagt, ich wollte nicht nochmal in die Box, ich wollte nicht nochmal eine Minute 40, hier 140 Sekunden darauf kriegen. Da wäre ich nämlich auch letzter geworden, ob es jetzt so nur für Platz, ich glaube 3 war es jetzt sogar nur, gereicht hätte. Ja, also, ich kenne mich leider noch nicht so hundertprozentig aus, also Günther Würges und Thomas Kühn stehen jetzt noch zwischen euch, zwischen Robin und dir. Günther ist Klasse 3. Ah, okay, alles klar. Und gut, dann ja, bist du Dritter. Wie gesagt, es ist zwar ärgerlich, dass ich da stehen geblieben bin, aber ich bin eigentlich schon von vornherein da, davon ausgegangen. Hatte auch schon vorher mal bei einem Freund angefragt, ob er mich dann auch schieben würde. Oder besser gesagt, ein Teamkollege von mir hat den Kollegen da gefragt, ob er mich schieben würde. Und ja. Das waren die Jungs von GT1, ne? Oder? Nee, das war auch eine gute Sache, das wäre eigentlich hier, wie heißen die hier, der SLS von Benno Höft. Ah, okay. Wäre es gewesen, aber der Thorsten, der hat das wohl auch schon früher erkannt und hat mich dann auch noch da geschoben. Okay, ja. Der Micha Klein sagte noch, es ist fraglich, ob das jetzt gewertet wird, ist aber erstmal wurscht. Also du bist jetzt erstmal irgendwie wenigstens wieder in die Box gekommen und ja, hoffen wir mal, dass das... Ja, macht's das nächste Mal wieder genauso spannend, aber fahrt bitte beide übers Ziel. Also das wäre schon sehr wünschenswert, dass wir da ein besseres oder zufriedenstellenderes Ergebnis bekommen. Weil das, so wie das jetzt war, ist zwar mal sehr unterhaltsam, das zu sehen für die Zuschauer, aber für euch, glaube ich, oder zumindest für dich, Danny, der Horror. Gut. Kommen wir zum Thomas. Ist er da, der Thomas? Nee, der ist nicht da. Ist jemand anders da vom Team GT1? Auch nicht, ne? Der Alex ist auch nicht da. Nee. Gut. Dann können wir im Prinzip... Ja, der Peter, ist der da? Auch nicht. Gut, der wird wahrscheinlich dann auch ziemlich einen Hals haben, der Peter. Könnte ich mir vorstellen. Allerdings, wenn er jetzt erfährt, dass er immerhin noch Vierter geworden ist. Also den hätte ich schon ganz gern nochmal gehört jetzt. Aber gut, ist jetzt nicht zu machen. Kommen wir zur Klasse 3. Und da muss ich sagen, da geht es eigentlich genauso spannend weiter. Also das sind so die beiden Klassen, die eigentlich für jede Art von Action gut sind, die das garantieren. In jedem Lauf bisher war das so. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Was ist jetzt los hier? Alles ablehnen. Ihr sagt irgendwie, Digital Clock sagt mir hier schlummern. ja, keine Ahnung. Ich hoffe, das war kein Anstupser von irgendjemanden hier. Ja, kommen wir zu den Herrschaften Jörg Lang, Micha Müller, Micha Fayer. Also ich bin irgendwie ziemlich fasziniert, den Herrn Lang zu sehen, hier ohne jegliche Probleme. Na gut, er fährt auch alleine, hat keinen Fahrerwechsel. Jörg, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ich sag mal, du bist sicherlich einer der erfahrensten Fahrer, nicht der erfahrenste, aber einer der erfahrensten Fahrer auf der Nordschleife, auf der Nürburgring-Nordschleife. Aber sowas wie heute, braucht man das? Macht das Spaß? Oder ist das dann eher, boah, ist gut, dass es vorbei ist? Also, eine Mischung aus dem. Also ich hatte, weil ich nicht zwei Runden Verschluss, hätte ich den Kevin irgendwie kriegen können. Ich hätte ihm, glaube ich, den Hals umgedreht, als er 20 Sekunden vor Feierabend nochmal drüber gefahren ist. Also ich habe dem Michael auch gerade geschrieben. Das sind so Dinge, die brauche ich echt nicht jeden Tag. Also das hat zwar Spaß gemacht, gar keine Frage, aber so vom Nervenkostüm her, also war das schon oberste Grenze für mich. Also da war auch ein paar Mal die Konzentration weg und ja. Ich sag mal, 2 Stunden permanent Druck innerhalb von einer Sekunde und dann von dem Michael Müller, also den hat man ja nicht gerne freiwillig im Nacken. Es war schon übel. Also war klatschen das Geschwitz nach der Durchfahrt und man hat es ja auch in den Rundenzeiten gesehen. Also die Zeiten, die ich mit dem Michael gefahren bin, ich glaube, die hätten allesamt für Platz 1 und 2 im Quali gereicht.
Und ja, es war absoluter Wahnsinn. Also. Aber letztendlich doch ein bisschen angenehmer als stumpf irgendwo alleine durch die Gegend zu gucken, oder? Ja, das also, auf jeden Fall. Wenn man da die Wahl hat. Nee, das war schon richtig. Also, ich meine, es war ja ein Auf und Ab. Ich war ja teilweise auch mal 10 Sekunden vorne und dann hatte ich aber ein bisschen Pech. Also, Pech in dem Sinne, dass ich super Platz gemacht bekommen habe von den Überrundeten, aber immer an Stellen, wo mir dann auch ein bisschen der Platz ausgegangen ist. Und da habe ich auch, glaube ich, einmal den Herbert Bickmeier aus der Klasse 4, den musste ich einfach seitlich berühren, weil der hat mich an einer ungünstigen Stelle durchgelassen. Ich bin rausgetragen worden und er war halt aber noch von der Geschwindigkeit fast auf gleicher Höhe. Und ich glaube, der ist auch leicht eingeschlagen rechts mit der Seite. Ich weiß nicht, ob er weiterfahren konnte. Und ja, da waren die 10 Sekunden auch wieder ruckzuck weg halt. Ne? Also nach dem Boxenstopp waren es ja 0,5 und der zweite Stint, der war ja, glaube ich, permanent unter einer Sekunde. Ja, so um die eine Sekunde, ja. Ja, und die einzige Chance war halt immer auf der Döttinger Höhe irgendwie eine Sekunde zu retten, dass der Michael nicht den Windschatten bekommen konnte. Und das hat einigermaßen geklappt und ja. Was mich sehr fasziniert hat, war der letzte dritte Sektor, also in der letzten Runde. Da war ja der Micha sehr, sehr dicht dran und war sehr, sehr aggressiv auf dem Curbs. Und du bist in einer Arschruhe ganz stumpf die Ideallinie gefahren, abseits jeglicher Curbs. War das einfach ein Zufall oder war das so gewollt von dir? Weil du hattest dann zum Ende hin auf der Döttinger Höhe 2,5 Sekunden Vorsprung. Also ich sag mal so, das war schon eigentlich normales Fahren. Das war so jetzt nicht irgendwie, dass es gerade mal so gepasst hat. Ich habe natürlich in den ersten zwei Runden sofort gesehen, wie unterschiedlich das Setup von Michael und von mir gewesen ist. Also ich habe ja gesehen, im zweiten Sektor hat der Michael die Sekunde ja immer wieder aufgeholt. Und ich habe also schon gemerkt, dass unser Auto im dritten Sektor vom Setup her ein bisschen besser abgestimmt gewesen ist. Ich schätze mal, dass der Michael ein bisschen weniger Flügel hatte wie ich. Und darum war es halt wichtig, da sauber durchzukommen und halt zu vermeiden, dass er mit diesen 2 km/h mehr Topspeed, die er hatte, halt auch noch den Windschatten auf der Döttinger. Das war eigentlich das einzige Ziel. Okay, da fragen wir doch den Micha gleich mal. Micha, herzlichen Glückwunsch erstmal zum zweiten Platz. Ja, das war ja wohl nervenaufreibend und kannst du das so bestätigen, was der Jörg eben gesagt hat? Ach, der ist gar nicht hier. Ach, hey. Ja, gut, das ist natürlich schade, dass er nicht da ist. Der Micha Feier ist, glaube ich, auch nicht da, oder? Nee. Ja, gut, dann haben wir zumindest die Sieger hier gehört. Also, das nächste Mal vielleicht, dass da die ersten drei der Klassen hierher kommen. So viel Zeit sollten wir uns auf alle Fälle nehmen. Ja, wir haben noch die Sieger der Klassen zu. Achso, schön. Ja, ja, genau. Micha, möchtest du? Also wer nee, nee, recht? Nee, ich kann nicht. Ja, okay. Ist klar. So, da haben wir... Jimmy ist... Ah, Jimmy ist da. Jimmy, ich bin da. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, also bis auf ein paar Szenen so über die gesamte Rennzeit gesehen, war das, glaube ich, in der Klasse 2 die unauffälligste Klasse heute. Das ist nicht bös gemeint oder abwertend, im Gegenteil. Nee, ist ja völlig richtig. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, weil der Ferrari von Motorsport for All 2, die waren irgendwie nicht dabei. Keine Ahnung, ob die noch gefahren sind oder nicht. Auf jeden Fall der Stammpilot, ich weiß jetzt gerade nicht, der Name entfallen, war nicht da. Und der Fahrer ist auch nicht für Cantina Band 1 gefahren. Der ist ja hinten gefahren für die Klasse 3. Das heißt, noch ein Brenner weg. Und dann habe ich eigentlich auch nur Glück gehabt, weil der S-Motorsport Porsche, der eigentlich schon ein Stück schneller ist, ein paar Sekunden pro Runde, der ist auch vorneweg super Rundenzeiten gefahren. Also ich dachte, ich bin schnell, aber der ist da richtig weggeflitzt. Der hat sich dann irgendwann, glaube ich, abgelegt oder weiß ich nicht, der stand auf jeden Fall irgendwann da irgendwo bei Breitscheid oder so im Gras. Und bin lachend vorbei und danach war eigentlich nichts mehr passiert. Am Rennstart, der Rennstart war halt noch spannend mit den Klasse 1 Fahrzeugen dazwischen und dem Flatterer von Cantina Band. Und das war ganz lustig. Ich bin ja nicht mehr das Quali gefahren, das muss ich noch dazu sagen. Ich hatte irgendwie Joint-Probleme und dann war ich eine Sekunde vorm Quali-Start, war ich auf dem Server, aber war kein Auto da, weil ich war als Zuschauer da.
ja, da bin ich halt von irgendwo hinten, oder Platz 13 war das, glaube ich, insgesamt, losgefahren. Und dann war es eigentlich schon, war ein schönes Rennen, war gemütlich. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Das ist eine Aussage, die können Robin Frischkopf, Danny Weller und Jörg Lang gerade gut ab. Die so eine Aussage, es war gemütlich. Nein, aber ja, bis auf eine Szene beim, Überrunden, das war ein bisschen lustig. Ich dachte, ich bin vorbei, im Hatzenbach. Und der Überrundete dachte sich, ich fahre dem Jimmy mal einfach so in die Ecke. Und naja, da hätte ich mich fast gedreht, aber ist nochmal alles gut gegangen. Aber das war eigentlich der einzige Aufreger im ganzen Rennen. Ja, gut. Dann ist das ja auch eine Garantie da, oder zumindest eine Garantie, es gibt ja viele dafür, dass du nicht vorzeitig mit Herzinfarkten belästigt wirst. Also gehen wir mal davon aus, genau, zwar von dir in den nächsten Rennen auch noch ein bisschen, ja, ähnlich gute Ergebnisse und vielleicht noch ein bisschen mehr Action erleben. Auf alle Fälle freut es mich, dich hier zu haben oder gehabt zu haben. Danke. Also nochmal Glückwünsche an dich und ja, bis zum nächsten Lauf dann. Jo. Kommen wir zum Gesamtsieger, beziehungsweise zum, gibt es ja so in der Rechnerei hier eigentlich nicht, aber zum Klassensieger der Klasse 1, und das ist ja jetzt zum dritten Mal in drei Rennen Kevin Maas. Herzlichen Glückwunsch, Kevin. Jo, danke. Jo, und dann beenden wir das jetzt. Ich weiß, Kevin, ich weiß nicht, was ich dich fragen soll. Du bist vom Start weg vorne gefahren. Du hattest am Anfang noch ein klein wenig zu tun. Aber ansonsten, wann hat sich die Situation geklärt für dich? Also wann hattest du Luft nach hinten? Schwer zu sagen. Also ich sag mal so, Knackpunkt war dann wirklich der Boxenstopp. Ab da war dann wirklich schon Gang runter. Ja. Weiß nicht, ob man es im Stream gesehen hat, also die Boxeneinfahrt, da ist mir fast das Herz stehen geblieben. Nee, Kevin, leider nicht, weil es gibt, glaube ich, nichts Langweiligeres, als einen Sicherführenden im Stream zu zeigen. Also, nee, wirklich, also wir haben relativ wenig auf dich geschaltet, also deine Boxeneinfahrt haben wir tatsächlich nicht gesehen, aber erzähl mal ruhig, also dafür sind wir ja hier. Ja, man kommt ja da aus der hohen Reihen raus und dann fährt man ja fast blind, sag ich mal, in die Einfahrt. Also das sieht man ja erst recht spät, die Einfahrt. Kommt ja da mit irgendwie 200 oder so, kommt man ja da rein. Ja, ich komme da rausgefahren aus der hohen Reihen und sehe dann wirklich im letzten Moment so ein, ich weiß jetzt nicht, ich glaube es war der Ice Age BMW, der stand wirklich quer da in der Boxeneinfahrt. Dann musste ich natürlich sofort stärker bremsen als sonst. Das Auto kam ein bisschen quer und musste übers Gras fahren. Also, das war echt bist aber nicht noch eingeschlagen irgendwo. Nee, aber das war echt. Ja, cool. Auf alle Fälle coole Sache. Also, wie gesagt, ich bin wirklich baff weg, dass du hier so dominierst. Und ja, vielleicht bist du mal ein bisschen fair und nimmst deine ersten beiden Siege und nimmst die als Streichergebnis. Dann wird das wieder ein bisschen spannender. Nein, natürlich nicht. Also ich gönne dir das aus ganzem Herzen und ich freue mich auch darüber. Ja, Micha, ich denke mal, wir sind soweit durch hier. Und es war, glaube ich, heute doch das bisher spannendste, auch wirklich auch aufregendste Rennen von denen, was wir gesehen haben. Und ja, wollen wir hoffen, dass wir das nochmal getoppt bekommen. Allerdings mit getoppt im Sinne von Rennaction und weniger diesen blöden Dingen, die da passiert sind, wie Sprit zu Ende oder kleinere Unfälle. Ja, ich gebe dir mal das Schlusswort. Ja, dem schließe ich mich an. Also wie gesagt, nochmal an die Sieger, herzlichen Glückwunsch, und es war wirklich ein sehr, sehr geiles Rennen zum Jahresende eigentlich, oder zumindest das letzte Rennen für dieses Jahr war es eine richtig, richtig tolle Sache. Ich wünsche euch jetzt allen ein erholsames Fest und tolle Feiertage, und wir sehen uns dann wieder am 11.01., das ist dann ein Samstag, zum Null-Schwitzen-Pokal. 4 Stunden lang Vollgas.
Genau, so sieht's aus. Auch von mir nochmal an euch alle, eure Familien, eure Freunde. Schöne Weihnachten, schönen Rutsch ins neue Jahr. Und dann freuen wir uns alle ganz, ganz doll, dass wir uns an, wie der Michael eben sagte, am 11. wiedersehen. Bis dahin, beende das hier heute. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und bestimmt auch unseren Zuschauern, auch wenn der Stream am Anfang ein bisschen laggy war. Ich hoffe, es klappt alles gut und sehen uns dann wieder. Bis dahin, tschüss.